ein paar Sachen gleich vorab, bevor es ins Thematische reingeht. Der Hintergrund zu diesem Vortrag ist das, was ich jetzt seit 2019, also seitdem ich hier in der Piratenpartei dabei bin, so ein bisschen für mich selbst beobachtet habe und auch nach dem, was ich von anderen Piraten noch mehr über die Vergangenheit mitbekommen habe. Und zwar mangelt es den meisten Piraten an sehr grundlegendem Wissen über das, was eine Wahl eigentlich ist, wie Wählerstimmen überhaupt zustande kommen, welche Faktoren da mitspielen und dann dazu, wie eine Wahl aufgebaut ist, also wie ein Wahlkampf für eine Partei aufgebaut ist und was für Mechanismen man damit reinnehmen kann. Deswegen, es wird jetzt hier keine Vorstellung einer möglichen Kampagne geben, sondern wirklich das Wissen, das wir dann mitnehmen können, hoffentlich in die Diskussion nachher, und anhand dessen etwas mal für die Landtagswahl erarbeiten können. Damit wären wir, ich sage jetzt mal nicht seit Gründung der Partei, aber seit vielen, vielen Jahren, zumindest der erste Landesverband, der mal sehr professionell an die Sache rangeht und nicht so wie zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl, wo es gar keinen Plan gab überhaupt und im Endeffekt es eigentlich immer nur Notlösungen gab, was man irgendwie retten konnte und nichts aufeinander großartig aufgebaut hat. Der Vortrag ist in zwei Teile gegliedert. Wir fangen an mit der Wahlforschung, grob gesagt. Beginn davon sind erstmal die großen drei bzw. vier Ansätze der Wahlforschung. Das sind die Sachen, wie Wählerstimmen eigentlich zustande kommen. Da gibt es einmal die zwei soziologischen Ansätze, die eher auf Milieus zurückgreifen und auf soziale Gruppen. Dann den sozialpsychologischen Ansatz, der vor allem drei Schwerpunkte herausgreift, nämlich die Parteiidentifikation, die Kandidatenorientierung und die Sachfragenorientierung. Schön langsam sprechen, bitte. Okay, Entschuldigung. Und dann den Rational Choice Ansatz. Das ist eigentlich das, wovon fälschlicherweise leider sehr viele Piraten ausgehen, dass man damit eine Wahl gewinnen könnte. Wobei man den Rational Choice Ansatz anscheinend in dieser Partei auch nicht bis zu 100% verstanden hat, aber dazu gehen wir gleich ein. Dann gehen wir anhand dieser vier, drei Ansätze nochmal auf die Nichtwahl und auf die Wechselwahl ein. Und gucken, welche Faktoren eigentlich überhaupt dazu beitragen, dass Leute überhaupt nicht mehr zur Wahl gehen oder bei jeder Partei einfach blindlings hin und her irgendwelche Parteien wählen. Dann geht es ganz, ganz kurz wirklich nur zu Landtagswahlen über. Da gibt es nämlich auch noch ein Phänomen, und zwar den Second-Order-Effekt, der bei Landtagswahlen mal zu Buche schlagen kann, nicht muss natürlich. Und wir gucken uns noch ganz, ganz kurz ein paar Fakten aus Hessen bezüglich an. Der letzte Teil von Teil 1 werden dann die Wahlkämpfe sein, also wie ist ein Wahlkampf aufgebaut, was für Strategien kann man nutzen und was führt auch zu Scheitern von Wahlkämpfen. Teil 2 geht dann auf einen spezifischen Fakt ein, den man im Wahlkämpfen nutzen kann, den wir auch leider nicht nutzen, nämlich das politische Storytelling. Wir beginnen mit den Grundlagen und Begriffen, dass eigentlich jeder überhaupt weiß, was Storytelling eigentlich großartig ist. Und dann gucken wir uns vor allem zwei Sachen davor nochmal genauer an, nämlich die Narrative und die sogenannten Pro- und Kontra-Geschichten. Und dann geht es auch dazu, das nennt sich hier so schön narrativer Humus und Resonanz, ist im Endeffekt eine Zusammenfassung dessen, warum gewisse Geschichten, unter anderem auch welche, die die Piratenpartei erzählt, in der Gesellschaft einfach keinen Anklang finden. Die letzten beiden Folien sind dann noch so ein paar kleine Anleitungshinweise für politisches Storytelling. Und dann habt ihr es auch geschafft. Dann können wir über zu Sebastian gehen. Bist du getraut sein, oder ohne? Mit dir oder ohne dich? Ist mir egal. Alles klar, wie gesagt, wir beginnen jetzt erstmal mit den Theorien und Ansätzen der Wahlforschung. Der erste soziologische Ansatz ist der sogenannte mikrosoziologische Ansatz. Kurz gefasst besagt er, dass die Wahlentscheidung auf die Interaktion zwischen Wählern, Parteien und Kandidaten beruht. Also Parteipräferenzen und das, was im Endeffekt gewählt wird, wird also mit der persönlichen Interaktion, also diesem bösen Wort Kommunikation, übertragen. Diese Parteipräferenzen werden einerseits durch das Aufwachsen im Elternhaus, also gebildet, sie können gebildet werden, genauso kann aber auch die Einstellung Politik ist scheiße durchs Elternhaus vorgeformt werden und es wird gleichzeitig auch nochmal durch das Umfeld nachträglich weitergeprägt.
Und auch wenn Menschen sich nicht unbedingt über Politik unterhalten und es eher eine untergeordnete Rolle in der alltäglichen Kommunikation spielt, also wenn man jetzt mit einem Freund Kaffee trinken ist oder mit den Arbeitskollegen in der Mittagspause irgendwie über irgendwelche Themen schnackt, unterschwellig schwingen die Parteipräferenzen dennoch mit und formen nach diesem Ansatz zumindest somit eine homogene Gruppe von Parteipräferenzen. Das heißt, man würde sagen, gehen wir jetzt auf das Arbeitsumfeld heraus, diese Leute würden dann nach diesem Ansatz eigentlich alle dieselbe Partei wählen. Genau. Dazu auch noch eine kleine Sache. Menschen, die in der gleichen sozialen Situation sind, also ähnliche soziale Schichten, soziale Milieus, entwickeln nach diesem Ansatz wiederum ähnliche Bedürfnisse heraus und damit auch ähnliche Parteipräferenzen, die sie auch in der Kommunikation übertragen. Was in diesem Ansatz sehr wichtig ist, dass je homogener das Umfeld eigentlich ist, desto stärker ist auch die Parteipräferenz. Wenn man also im Elternhaus mit den Freunden, mit den Arbeitskollegen und was weiß ich, wo man noch so im Alltag mit Kontakt hat, wenn die jetzt alle beispielsweise die CDU wählen würden, dann ist es natürlich einfacher für den Einzelnen selbst auch die CDU zu wählen. Schwierig wird es dann, wenn sowas hier passiert. Das ist dann das sogenannte Cross Pressure. Das heißt, man bewegt sich beispielsweise in drei sozialen Umfeldern, das können auch vier sein, das können zwei sein, ist erstmal egal, die alle unterschiedliche Parteipräferenzen haben. Das ist natürlich jetzt erstmal verwirrend für das einzelne Individuum und führt dann unter anderem zu Nicht- oder Wechselwahl. Das gucken wir uns aber gleich genauer nochmal an. Diese Gruppe, also die Gruppe, die unter sozialem Cross-Pressure leidet, ist sehr anfällig für äußere Einflüsse. Das heißt, sie ist vor allem anfällig für unsere Wahlkämpfe und damit auch nach diesem Ansatz das Ziel unserer Wahlkämpfe. Hier mit Wechselwähler gekennzeichnet. Stammwähler hingegen sind halt wirklich die, die sich im politisch homogenen Umfeld bewegen und die wickeln wiederum starke Parteiloyalitäten. Zu Parteiloyalitäten gehen wir gleich nochmal im sozialpsychologischen Ansatz über, sagt aber im Endeffekt eigentlich eins aus, wer schon eine Parteiloyalität hat, wie wir jetzt beispielsweise sie alle zu Piraten haben, der wird sich nur schwer von Argumenten von seiner Partei abbringen lassen wollen und können. Also wie gesagt, wir müssen uns wirklich auf die fokussieren, die sich noch unentschieden sind und unter sozialem Cross-Pressure leben. Der nächste Ansatz, der zweite soziologische Ansatz, ist der sogenannte makrosoziologische Ansatz. Dieser Ansatz ist eigentlich dazu da, zu erklären, wie überhaupt unser Parteibild entstanden ist. Also beginnt eigentlich bei der Beginn unserer Demokratie. Nach diesem Ansatz gibt es sogenannte Cleavages, das sind auch soziale Spaltungslinien, nachdem sich dann große Parteigruppen herausgebildet haben. Und zwar so, dass so von einem solchen dieser vier Konflikte betroffene soziale Großgruppen sich entweder Organisationsvertretung ihrer Interessen geschaffen haben oder Gleichparteien oder diese Bündnisse und Organisationen sich dann einer politischen Partei angeschlossen haben. Die Leute wählen also im Endeffekt dann immer nach diesem Ansatz für ihre, sag ich jetzt mal, Bündnispartei und für jetzt, sag ich mal, keine andere. Zu den einzelnen Cleavages. Das ist zuallererst der Zentrum versus Peripherie-Konflikt. Der ist unglaublich alt. Es ist im Endeffekt eigentlich er trennt die Leute, die von zentralstaatlich herrschen wollen, also so wie wir es jetzt eigentlich in Berlin haben mit dem Bundestag, gegen diejenigen, die eigentlich eher kleine, zersplitterte Staaten haben wollten und sich alle selbst verwalten wollten. Im Prinzip Föderalismus auf extremster Stufe. Dann der nächste große Ansatz, der durchaus auch noch heute Relevanz hat, ist Kirche versus Staat. Im Endeffekt eigentlich heißt es sowas wie Bündnis C und CDU gegen alle atheistischen Gruppen. Also das Religiöse neigen nach diesem Ansatz dann eher dazu, auch ihre Union, CDU, CSU zu wählen, auch wenn sie christlich nur noch einen Namen haben. Aber das mal dahingestellt. Stadt nochmal, das sind heute eher wirklich alle Städter gemeint. Zu Beginn unserer Demokratisierung waren das dann vor allem städtische Unternehmer, die ihrem sozialen Aufstieg den neuen industriellen Produktionsformen verdanken. Die hatten natürlich ganz andere Interessen als jetzt zum Beispiel ländliche Gutsbesitzer.
Man könnte jetzt anhand heute ein bisschen argumentieren, dass es zum Beispiel Leute auf dem Dorf immer nochmal ganz andere Prioritäten und Interessen haben als Leute, die in der Stadt gebündelt sind. Sagen wir nur den Streitpunkt ÖPNV versus Auto. Sollte es eigentlich allen klar sein. Das letzte ist Kapital versus Arbeit. Erklärt sich eigentlich ein bisschen von selbst, also Kapitaleigner versus abhängig Beschäftigte. Die SPD zum Beispiel ist eine Bilderbuchpartei für dieses Cleavage. Jede Protestbewegung im Endeffekt, bei allen möglichen Sachen, die entstehen, muss sich entscheiden, ob sie eine eigene Partei neu gründet oder ob sie sich einer großen Partei wiederum anschließt. Das ist so ein bisschen abhängig davon, was gibt es eigentlich und wo lassen sich die besten Chancen für die Zukunft herausbilden. Natürlich ist jetzt dieses Modell ein bisschen älter und so wie es hier dargestellt ist, ist das jetzt auch nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Es gibt neuere Cleavages, die so unser aktuelles Parteileben ein bisschen besser erläutern können. Das sind diese beiden hier. Ökonomie versus Ökologie entstand eigentlich mit dem Aufstieg der Grünen durch diese ganzen Bewegungen für Umwelt, Frieden, Anti-Atomkraft, Frauenrechte und so weiter. Das Kosmopolitismus versus Kommunitarismus klingt erstmal kompliziert, ist im Endeffekt einfach erklärt. Es geht eigentlich bei dem Konflikt darum, beide Pole bilden die Extreme ab, wie offen oder geschlossen eine nationale Grenze sein darf, kann und soll. Der Kommunitarismus ist dann eher für einen geschlossenen Nationalstaat, ein traditionelles Familienbild, keine Immigration, also kurz gesagt, es ist die AfD. Kosmopolitismus ist dann eher das, was wir darstellen, also so offene Grenzen, wie es nur geht, vor allem pro-europäisch, pro-international, wir sind eine internationale Partei, also sind wir eigentlich das andere Extrem dieses Cleavages. Was anhand dieses Modells noch entwickelt wurde, ist etwas, was ihr höchstwahrscheinlich alle kennen werdet, nämlich der politische Kompass. Da wurden die Cleavages noch ein bisschen weiterentwickelt und haben sich im Endeffekt zu diesem Konfliktlinienmodell weiterentwickelt, das gerne als bessere Alternative für unser Hufeisenschema, das wir ja auch noch leider benutzen heutzutage, das es ein bisschen ablösen soll. Ich glaube, ich muss dazu nicht mehr viel sagen, sollte eigentlich jeder hier kennen, der hier Anwesenden. Ja, wie Grün aus Libertär. Es geht nicht darum, was sie tun, sondern erstmal, wie sie eingeschätzt werden. Meine Frage, gibt es so eine Grenze zu Menschen, die mit Computern arbeiten und da aufgeschlossen sind und Menschen, die sagen, ich will mit dem Zeug nichts zu tun haben? Nach dem Modell noch nicht, aber bei der Sache von Digitalisierung, da kommen wir ganz später nochmal dazu. Nicht nach diesem Modell, aber es wird auch noch Thema. Wann das Modell umfällt? Weil das ist ja aus der Zeit, wo es noch nicht alles war. Entwickelt wurde dieses Modell so 1915, 1960. Die Modelle, die vorgestellt werden, sind in ihren Grundzügen alle sehr, sehr alt. Wurden aber auf die heutige Zeit auch angepasst und immer weiterentwickelt. Ich habe jetzt den Forschungsstand vom Jahr 2014 hier mit reingenommen. Dann kommen wir zu dem zweiten großen Ansatz, und zwar der sogenannte sozialpsychologische Ansatz. Ihr habt ja jetzt erstmal 6 Punkte, die nach diesem Ansatz in ihrer Gänze zu einer Wahlentscheidung führen. Das sind die 3, die ich bereits erwähnt habe, Parteiidentifikation, Sachfragen und Kandidatenorientierung, dann auch noch die Konformität mit Gruppennormen. Ihr erinnert euch an die ersten beiden Ansätze, das spielt da ein bisschen drauf an. Dann aber auch das Gefühl, politisch überhaupt Einfluss nehmen zu können. Wenn Leute dieses Gefühl nicht haben, bleiben sie in der Wahl in der Regel fern. Und auch was noch nach diesem Ansatz recht wichtig ist, damit Menschen überhaupt zur Wahl gehen, ist das sogenannte Wahlpflichtgefühl, was auch nach Ansatz der soziologischen Ansätze durch das Umfeld und Elternhaus geformt wird. Wenn man sich in einem Umfeld bewegt, in dem die Wahl überhaupt nicht wichtig ist, wird man eventuell selbst auch dazu tendieren, nicht zur Wahl zu gehen, zumindest nach diesen Ansätzen. Für uns und für diesen Ansatz allerdings wichtig sind nur die 3 hier. Dazu gleich mal vorweggenommen, für die Piraten wichtig sind eigentlich nur die Punkte 2 und 3, weil so etwas wie Parteiidentifikation, darauf können wir nicht bauen. Was wir allerdings in der Praxis machen, wir bauen nur auf Punkt 2. Könntest du vielleicht trotzdem nochmal Parteiidentifikation als Fachbegriff, wir alle haben Identifikation, einfach Partei kennt man, aber ihn noch
nochmal. Das mache ich gleich. Also ganz klar. Ja. Wie gesagt, nur mal kurz vorab, bei dir Baumhof Punkt 2. Wir kommen gleich dazu, warum Punkt 3 für uns auch recht interessant ist und warum wir das überhaupt mal nutzen sollten, auch wenn sich die Partei gerne dagegen sträubt. Wir fangen jetzt aber erstmal mit der Identifikation an. Ist kurz gesagt eine langfristige und sehr, sehr stabile Bindung an eine Partei. Ihr dürftet es alle selbst kennen. Wir sind alle eigentlich pro Piraten. Die Piraten sind das Beste und wir wählen, egal was, ist eigentlich immer die Piratenpartei. Wir wissen auch, jede Stimme ist für uns bares Geld, zumindest wenn wir die 0,5% irgendwann mal wieder knacken würden. Das ist aber im Endeffekt das, was es eigentlich ausmacht, anhand unseres eigenen Beispiels. Diese Parteiidentifikation entsteht, wie wir es schon in den ersten Ansätzen gehört haben, durchs Umfeld und im Elternhaus. Natürlich nicht nur, aber in der großen Masse so gesehen. Was auch wichtig ist, dass es den Blick auf die eigene Wahrnehmung und auf die Politik, die im Umfeld herrscht, färbt. Wir sind alle Piraten, wir haben alle so in etwa dieselben Standpunkte und wenn jetzt, sagen wir, die CDU wieder irgendwas macht, was gegen unsere Datenschutzvorlieben verstößt, dann finden wir das sofort, ohne großartig weiter darüber nachzudenken, erstmal scheiße. Das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber das ist im Endeffekt das, was durch eine Parteiidentifikation passiert. Leute, die, sag ich jetzt mal, eher zur AfD neigen, die werden alle Maßnahmen der Grünen erstmal ablehnen. Ganz egal, ob es vielleicht sogar den eigenen Standpunkten noch was Gutes bringen könnte. Was ja auch so eine Sache ist, jetzt sage ich mal Klimaschützer versus Klimawandelleugner, ist ja auch so eine Sache, die gerne vergessen, ist, dass gescheit gemachter Klimaschutz, das gescheit bitte betonen, den Strom günstiger macht. Sollte eigentlich selbst ein AfDler eigentlich zugutekommen, aber naja, es wird von den Grünen gemacht, die eigene Wahrnehmung sagt, das ist scheiße, also ist es einfach so. Ist auch unter anderem ein Grund, warum bei sehr starker Parteienbindung man die Wähler nicht von ihrer Partei wird abbringen können. Also man wird es schon, man kann es in kleinen Gruppen immer wieder mal schaffen, es geht schon, darauf gehen wir auch gleich nochmal ein, aber im Großen und Ganzen ist das nicht unsere Zielgruppe. Jemand, der an die Grünen gebunden ist, der wird nicht die Piraten wählen. Genauso wie jemand, der sehr stark an die Linken gebunden ist. Der wird auch nicht uns wählen. Von CDU und AfD wollen wir erstmal gar nicht reden. Das ist ohnehin eigentlich nicht unsere Zielgruppe. Entschuldigung. Ja? Aber du musst zugeben, dass die Linken und die Piraten doch prinzipiell ähnliche Interessen haben. Ja. Das ist es. Das ist es ja, deswegen sage ich das genauso, weil man ist an die Partei gebunden. Es geht nicht um die Sachfragen. Man ist in seiner Partei sehr tief verankert und höchstens, wenn die mal nicht zur Wahl steht, dann wird man sich was anderes suchen müssen, was man wählen kann. Sehr interessantes Thema. Jetzt hast du gesagt, von welchen Parteien jemand nicht abspringen würde, aber von welchen Parteien würde denn gegebenenfalls jemand Die Parteien waren nur Beispiele. Es gilt für alle Parteien. Warum jemand abspringt, dazu komme ich jetzt gleich. Parteienbindung heißt zwei Dinge nicht, nämlich dass das aus Leben ist und auch nicht, dass man immer dann nach seiner Identifikation wählen muss. Man kann auch durchaus, obwohl man eigentlich zum Beispiel die CDU präferiert, mal die FDP wählen oder so. Dazu gehe ich gleich nochmal genauer ein, weil das Phänomen hatten wir nämlich bei der Bundestagswahl 2017. Was natürlich auch ist, ist, dass wenn etwas einer Partei sehr oft zuwiderläuft, wenn sie sehr viele Skandale hat und wenn sie eigentlich permanent nur Scheiß baut und man das auch wirklich so mitkriegt auf persönlicher Ebene, wird mit der Zeit die Parteienidentifikation schwächer. Und irgendwann kann es dann sogar sein, dass sie aufhört oder man sich zu einer anderen Partei hingezogen fühlt. Eine Parteienidentifikation braucht sehr lange, um zu entstehen. Das ist unter anderem auch der Grund, warum wir in unseren Hochzeiten nicht drauf bauen konnten. Weil wenn sie da war, dann war sie nur sehr schwach ausgeprägt und durch unsere, ich sag mal, Skandelchen, die wir so über die Zeit gesammelt hatten, plus unseren innerparteilichen Streit, hat sich das bei den meisten Leuten dann sofort wieder in Luft aufgelöst. Wären wir, ich sag jetzt mal, 10 Jahre oder so an der Macht geblieben, dann sähe das Ganze ein bisschen anders aus. Weil auch andere Parteien können sich ja Skandale erlauben und verlieren trotzdem nicht ihre Wählerstimmen. Ich sage jetzt mal nur Beispiel CDU, kann man eigentlich bei den meisten Dingen als sehr gutes Bilderbeispiel dafür anführen. Wenn eine Parteiidentifikation in einer Gesellschaft sehr stark ausgeprägt ist, kann man
über Jahre hinweg ein sogenanntes Normalwahlergebnis entwickeln. Normalwahl wird berechnet, und zwar ist es das Wahlergebnis nur anhand der Parteiidentifikation, die in einer Gesellschaft vorherrscht. Also man kann dann gucken, nur allein anhand der Parteipräferenzen, jetzt ohne aktuelle politische Krisen, ohne aktuelle politische Themen, wie würde es denn überhaupt in der Gesellschaft aussehen? Und dann kann man anhand dessen auch schauen, was hat jetzt eigentlich dazu geführt, dass ein Wahlergebnis ganz anders aussieht, als das Normalwahlergebnis es vorausgesagt hätte. Wir haben jetzt aktuell in Deutschland und auch eigentlich in der gesamten Welt den Status, dass die Parteiidentifikation immer schwächer wurde. Unter anderem auch wegen der Massenmedien, weil die Bürger sich jetzt selber, sagen wir mal, ihre eigene Meinung bilden können und weniger auf eine Identifikation angewiesen sind. Aber es liegt anscheinend hauptsächlich durch den sozialen Wandel, einfach auch, weil die sozialen Milieus immer weiter abschmelzen, wie die im zweiten Ansatz mit den Cleavages und auch in dem ersten ein bisschen gehört hatten. Ja. Ich denke aber, dass das Abschmelzen auch den Effekt hat, dass es immer kleinteiligere Interessen gibt. Ich sage nur eins, Freie Sachsen, das sind Leute, die versuchen, aus der BRD rauszukommen. Ich meine, ist nicht meine Sache, aber ich kenne Leute, die stehen da voll umfänglich dahinter. Das ist ein Effekt. Ein anderer Effekt ist halt auch, dass immer mehr Wähler kurzfristig entscheiden. Für uns ist das super. Allerdings steigt dann auch das Potenzial für taktisches Wählen. Ich werfe nur das Stichwort in den Raum, alles bloß nicht Laschet. Unter anderem ein Grund dafür, warum wir bei der letzten Bundestagswahl so schlecht abgeschnitten haben, weil die Leute, und ich kann es durchaus verstehen, wirklich lieber Scholz gewählt haben als Laschet, weil der noch schlimmer gewesen wäre, meiner Meinung nach. Was aber auch ein positiver Nebeneffekt ist, dadurch, dass es in der Gesellschaft abschmilzt, ist, dass wir eine stärkere Beeinflussung durch Wahlkämpfe sehen. Das heißt, unsere Bemühungen, die wir hoffentlich ab heute dann erarbeiten werden, können dann durchaus können auch in den nächsten Jahren immer mehr Erfolge erzielen. Es ist also, würden wir sagen, wäre die Parteiidentifikation sehr, sehr stark vertreten in der Gesellschaft, dann könnten wir eigentlich gleich anpacken und gehen, aber es ist ja nicht der Fall. Und genau deswegen sind Wahlkämpfe auch wichtig. Eine andere Sache, die eine Folge davon ist, ist das, was wir jetzt bei der letzten Bundestagswahl erlebt haben, und zwar, dass es Verschiebungen im Parteiensystem gibt. Plötzlich sind die Grünen super stark, jetzt auch nicht unbedingt beim Wahlergebnis, aber ihr wisst alle, davor waren sie in den Umfragen extrem stark. Wir haben zum ersten Mal eine Ampel an der Regierung und nicht irgendwas mit der CDU drin oder eine GroKo. Das ist unter anderem auch ein Effekt davon. Der andere Effekt dieses Phänomens ist natürlich auch, dass andere gesellschaftliche Debatten und Themen in den Vordergrund gedrängt wurden, die, ich sag jetzt mal, Altparteien, die alten Volksparteien so nicht mehr richtig vertreten können. Dass die immer noch starke Wahlergebnisse eingefahren haben, liegt unter anderem an der Identifikation mit dieser Partei. Was auch eine Sache ist, und wir gehen jetzt gleich zu den Sachfragenorientierungen über, dadurch, dass die Menschen weniger Parteienidentifikationen ausbilden, werden die anderen beiden Punkte, auch die für uns eigentlich essentiell sind bei einem Wahlkampf nach diesem Ansatz, die werden immer wichtiger und darauf müssen wir uns dann auch fokussieren. Das erste davon ist die Sachfragenorientierung. Die was? Die Sachfragenorientierung. Und das, was auf der Folie steht, klingt jetzt erstmal eigentlich banal, aber es ist unglaublich wichtig, dass dieser Ansatz funktionieren kann. Denn die Wähler müssen erstmal überhaupt eine Sachfrage zur Kenntnis nehmen. Wenn sie einfach gar keine Probleme haben und super happy sind, dann wird sie auch nichts im Wahlkampf interessieren, großartig, weil es ja keine Themen gibt, für die sie sich interessiert. Der typische Spruch, ne? Das Leute verstehen überhaupt nicht, welche Probleme dahinter stehen. Und man braucht auf jeden Fall auch eine eigene Meinung zu diesem Thema. Wenn man zwar ein Problem sieht, aber keine eigene Meinung zum Thema hat und eigentlich als Spielball zwischen den verschiedenen Standpunkten in den gesellschaftlichen Debatten, als aber auch zwischen den Parteien hin und her geworfen wird, wird es auch schwer, sich anhand dieses Punktes zu entscheiden für eine Wahl. Andere großartig sehr wichtige Sache ist, ein Wähler kann nur anhand dessen entscheiden, wenn die ersten beiden Faktoren zutreffen,
wenn es eine Partei gibt, die heraussticht. Wenn jetzt alle bei einem Thema denselben Standpunkt vertreten, wirklich 1:1, jetzt mal unabhängig dessen, was sich vielleicht in der Vergangenheit getan oder nicht getan haben, dann wird es schwer, sich dafür irgendwas zu entscheiden. Also wenn jetzt alle Parteien nur auf Klimaschutz pochen, natürlich könnte man als politisch interessierter Bürger immer nochmal nachgucken, ja, wie genau wollen die es jetzt eigentlich machen und vor allem bis wann? Aber jetzt als politisch desinteressierter Bürger, man sieht nur, alle wollen Klimaschutz, ja, wen soll ich denn jetzt wählen? Das ist dann so das große Fragezeichen, was dadurch entsteht. Um wen man es am meisten zutraut, dass er es machen kann? Das kommt im dritten Ansatz. Okay. Es gibt bei der Sachfragenorientierung zwei große Entscheidungskriterien, die im Endeffekt dazu führen, also wenn die Grundlagen erstmal zutreffen, warum man wie eine Wahl überhaupt trifft. Das sind einerseits die performancebezogenen Urteile und die positionsbezogenen Urteile. Unter anderem könnte man es auch als retrospektives und prospektives Wählen bezeichnen, also wir blicken in die Vergangenheit oder wir blicken in die Zukunft. Ein Blick in die Vergangenheit könnte unter anderem sein eine Belohnung oder Bestrafung der Partei. Wenn eine Partei die letzten 4 Jahre an der Regierung war, aber eigentlich nur verkackt hat, dann kann man als Wähler dazu tendieren, ich wähle lieber mal eine andere Partei, weil die Partei kann es eh nicht. Ist dann im Endeffekt die Abstrafung dessen. Das prospektive Wählen, das ist ein Blick in die Zukunft, also vor allem ein Blick auf die Programme und die Position, die die Kandidaten vermitteln. Es ist dann halt auch, man projiziert seine eigenen Erwartungen und Wünsche mit rein und guckt, von wem lässt sich dann eigentlich in der Zukunft die beste Leistung erwarten und vor allem, wer kann diese Leistung überhaupt mit einbringen. Das ist auch immer so ein ganz großes Problem mit der 5%-Hürde. Ja? Gilt das jetzt für spezielle Personen in den Parteien oder wie soll ich das verstehen? Was genau meinst du mit Personen in Parteien? Beispielsweise SPD. Ja? Dass man bestimmte Personen bei gewissen Themen sozusagen mit denen, dass man bestimmte Positionen mit diesen Menschen verbindet. Durch. Aber das kommt dann eher bei der Kandidatin. Dazu oder? Ja, das wäre meine Theorie dazu wäre, das hängt halt davon ab, was deine Wahlentscheidung nachher motiviert, ob die Person oder die Partei. Wenn man das mit der Partei verbindet, dass sie entsprechend versagt hat, wird man die Partei nicht wählen. Wenn man das auf die Person bezieht und die Partei sich von der Person distanziert, nehmen wir jetzt mal Gerhard Schröder. Ich meine, das war ja der verzweifelte Versuch der SPD dann zu sagen, da haben wir verkackt, wir schieben es aber nur auf eine Person und wir hoffen, dass das bei uns nicht leben bleibt. Das wäre jetzt mein Gefühl. Das ist vielleicht besser. Gibt es da einen dritten Weg noch? Weil das Problem ist ja, wie gesagt, wenn du sagst, du willst deine Parteien abstrafen, siehst du, die bauen Scheiße. In Nordrhein-Westfalen, die CDU hat doch nur Mist gebaut und sie werden wiedergewählt, auch so. Man versteht es nicht. Ne? Können Sie die Frage wiederholen? Ja, aber pass auf. Auf der anderen Seite mit der Prospektive Sache, schön und gut. Ne? Wir Piraten waren noch nicht ein Ding, konnten noch nicht zeigen, was wir können. Ne? Aber als wir damals angetreten sind, hatten wir kein Programm gehabt, kein großes. Ne? Und trotzdem haben wir uns was zugetraut. Ne? Also es muss da irgendwie noch, denke ich, noch einen dritten Mittelweg irgendwas geben. Nee, man kann das schon durchaus, also erstmal für Sebastian, es war eigentlich die Frage, wenn man nach dem performancebezogenen Urteilen geht, warum wurde dann die CDU schon wieder so stark? Warum ist die CDU eigentlich generell so stark? Lässt sich ganz leicht mit dem ersten Punkt beantworten, und zwar der Parteienidentifikation. Die CDU baut da drauf. Ist eigentlich ihre Stammwählerschaft. Und die lässt sich, wir haben es ja eben gehört, nicht von dieser Partei abbringen. Aber die sterben weg. Was man sagen kann, zumindest für die vergangenen Jahre, ist, dass die CDU-Wählerschaft ziemlich konstant ist, dass sie konservativ wählt, jetzt nicht speziell auf die CDU oder CSU oder sonst wie, aber grundsätzlich die Werte bleiben unterm Strich sehr konstant, und zwar das über Jahrzehnte hinweg. Vielleicht eine Anregung. Jasmin stellt ja jetzt hier erstmal noch theoretische Konzepte vor, mit denen man die Realität dann quasi als Werkzeug ackern kann. Vielleicht sollten wir hier die Chance geben, weil es sehr viel ist, da sozusagen jetzt mal das durchzuführen. Klar, wenn man Nachfragen hat, super toll, aber jetzt quasi hier anwendungsbezogen mal kurz 10 Minuten wegzuschneiden,
ist wenig hilfreich. Wir können noch gerne nach Teil 1 eine kurze Diskussionspause machen. Machen wir es mal so, ja. Also, ich weiß es beispielsweise, wir sind jetzt im zweiten Teil von drei Teilen, was diesen konkreten Punkt betrifft. Die Kandidatenorientierung kommt sozusagen danach und steigen jetzt hier ein, beispielsweise über die Frage, ob wenn derjenige glaubwürdig in seiner Sache ist, ob das sozusagen. Lass uns das Modell erstmal uns angucken und vielleicht noch zwei, drei andere Modelle und dann werden wir schlauer werden. Und noch dazu, Pavel sagt es ja auch, es sind Modelle. All diese Modelle ergänzen sich einerseits gegenseitig und andererseits bilden sie zum Beispiel auch nicht das individuelle Wahlverhalten im Einzelnen wieder. Es gibt auch noch mehrere Modelle, die ich jetzt auch bewusst nicht mit reingenommen habe, weil das in der Politikwissenschaft die drei mit Abstand größten sind. Und wenn ihr irgendwas Politikwissenschaftliches lest, dann werdet ihr diese Modelle, ob erwähnt oder nicht erwähnt, auf jeden Fall wiederfinden. Da noch ein kurzer Moment. Alle Modelle sind falsch, nur einen sind hilfreich. Also mit anderen Worten, es ist immer eine Verkürzung der Realität. Ja. Was man zu sachfragenorientierten Wahlverhalten auch auf jeden Fall zwingend wissen muss, ist, dass es nicht auf einer wirklich gut durchdachten Entscheidung beruhen muss. Also man kann anhand von Fehlinformationen entscheiden, man kann anhand von fehlenden Informationen entscheiden, weil ein Bürger in der Regel, dazu kommen wir bei der Rational Choice auch gleich immer genauer dazu, nicht alle Informationen hat. Und auch oberflächliche Eindrücke, zum Beispiel Bilder, die Kandidaten vermitteln, können damit einfließen und das, die subjektive Wahrnehmung ein bisschen verzerren dessen, was man eigentlich als Sachfragen als für die Basis dessen nehmen kann. Bilder meinst du jetzt nicht nur wirklich Bilder im Sinne von visuell? Nee, sondern so quasi metaphorisch, genau. Irgendwie eine Verkürzung. Es ist im Endeffekt eine Verkürzung, kann stattfinden. Eher findet diese Verkürzung statt bei Leuten mit geringem politischem Interesse, aber auch unter anderem nach diesem Ansatz geringerer Bildung. Dadurch kann diese Orientierung auch schwächer und stärker ausgeprägt sein. Für Leute, die sich für die Themen der Politik eher weniger interessieren, für die ist dann unter anderem wiederum die Kandidatenorientierung noch mal relevanter. Als für Leute, jetzt uns, die sich sehr stark für Politik interessieren, die sich höchstwahrscheinlich alle Parteiprogramme mal durchgelesen haben, die wirklich versuchen, fundiert zu entscheiden, ja, ich habe mir auch nicht alle durchgelesen. Was auch dazu noch ganz kurz, performancebezogene Urteile sind in der Regel einfacher zu entwickeln, als sich wirklich intensiv mit einem Thema oder mehreren Themen auseinanderzusetzen und zu gucken, was könnte eigentlich für die Zukunft am besten sein, weil es in unserer Parteienlandschaft auch durchaus verwirrend sein kann. Es gibt viele Möglichkeiten, die man wählen kann und man hört von Wählern auch sehr oft so die Frage, ja, wen soll man denn eigentlich noch wählen, wer ist denn jetzt der Beste, weil sie es selbst nicht sagen können. Also es ist natürlich leichter für Menschen, auf die Performance zu gucken und zu sagen, okay, die haben Scheiße gebaut, also wähle ich jetzt mal die. Das ist immer ein bisschen leichter zu entwickeln als das davor. Wir allerdings können mit der Performance nicht punkten. Wenn wir versuchen würden, mit der Performance zu punkten, dann wäre das sehr schlecht für uns. Mit einem Blick auf unsere Vergangenheit, also müssen wir mit dem positionsbezogenen Urteilen punkten können und mit dem schönen Wort Kandidatenorientierung. Frage an der Stelle, performancebezogen bedeutet aber auch, wenn wir jetzt beispielsweise besonders in die Öffentlichkeit treten würden, auch das wird durchaus als Performance wahrgenommen. Genau, nach diesem Ansatz ist allerdings die Performance wirklich die Performance in der letzten Legislaturperiode und nicht, weil das, was du meinst, ist ja schon wieder der Wahlkampf. Damit können wir dann also positionsbezogen punkten, weil die Leute sehen ja, von denen lässt sich vielleicht die beste Leistung erwarten. Ja, ich meine was anderes an der Stelle, beispielsweise jetzt Präsenz, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt wieder sowas wie ACTA. Wenn du da besonders hervorstehst, Präsenz, organisierst, bla, dann ist das natürlich trotzdem eine Performance, die beispielsweise mit den Leuten in der Demo, die das mitbekommen, für so eine Sache herangezogen wird. Genau, also alle, die bei der Wahl jemanden wählen möchten, der gut Demo organisieren kann, der würde dann sachfragenorientiert. Das meinst du nicht? Was performancebezogen für uns auch noch von Vorteil war, 2019 zumindest, bis Felix Rieder es kaputt gemacht hat, war Artikel 13, beziehungsweise Artikel 17 oder... Das läuft halt genau. Ah, okay, gut, weil das ist auch unter anderem, wir können mit Patrick durchaus auch performancebezogen urteilen, gewinnen, also performancebezogene Urteile gewinnen. Die andere Sache ist, wir müssen Patrick vielleicht mal ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit rücken, aber das ist eine andere Geschichte. Wir gehen jetzt erstmal über zur Kandidatenorientierung selbst. Und dabei ist ganz wichtig zu sagen, es geht nicht um die Partei und es geht nicht zwingend, sage ich jetzt, um die Themen, sondern wirklich um den Kandidaten als Menschen selbst.
Und dazu sind erstmal zwei große Merkmale ganz relevant, nämlich die rollennahen, also die Merkmale, die man für das Amt eines Politikers braucht, als auch die rollenfernen Merkmale. Rollennahe Merkmale, die stehen ja da, das ist das, was man eigentlich von einem Politiker gerne hätte, ist kompetentes Auftreten, Integrität, zumindest das Vermitteln von Führungsstärke. Ich meine, wir können es halt nicht beweisen, weil wir nicht irgendwo in der Regierung sitzen. Aber auch zum Beispiel so Sachen wie, vermittelt er Entscheidungsfreude oder hat dieser Mensch überhaupt politische Erfahrung? Das sind alles Dinge, die nach diesem Modell in die Bewertung reingehen, zum Teil. Die andere Hälfte sind die rollenfernen Merkmale. Das sind Ausstrahlung, also jemand, der die ganze Zeit eine pessimistische, alles so scheiße Ausstrahlung hat, wird in der Regel nicht so gerne gewählt wie jemand, der ja Zweckoptimist ist. Dann aber auch die Sache wie menschliche Wärme, also Herzlichkeit, anders gesagt. Und auch, und dazu kommen wir gleich nochmal im genaueren, Attraktivität von Kandidaten. Was auch damit reinfällt, sind sogenannte Stereotype. Und das ist natürlich, es ist nicht gut, aber es geht mit rein. Und das sind so Geschichten wie zum Beispiel das intakte Familienleben oder hat man überhaupt ein Familienleben, insofern es öffentlich ist, oder auch der Beruf, das Geschlecht, die Hautfarbe, was auch immer. Also alle diese Dinge, die in Stereotypen in der Gesellschaft verankert sind. Sind es positive oder negative Stereotypen? Es kann natürlich, das Geschlecht kann sowohl positiv als auch negativ sich auswirken, je nach Wählerschaft. Also man kann durchaus sagen, mit einem Mann an der Front gewinnt man in dieser Gruppe mehr Stimmen, mit einer Frau in dieser Gruppe mehr Stimmen, mit einer diversen Person in einer ganz anderen Gruppe mehr Stimmen. Wenn Stereotype das Urteil bilden, also Stereotype können vor allem dann das Urteil bilden, wenn keine anderen Informationen über den Kandidaten vorhanden sind. Wenn man zum Beispiel nur ein Bild vom Kandidaten hat, also ein Plakat, dann sieht man nicht, man weiß nichts anderes von diesem Kandidaten, man weiß nicht, ob er Führungsstärke hat oder Integrität, ob er kompetent in seinem Thema ist. Man sieht einfach nur, okay, das ist der Mensch, wie sieht der aus und was kann man sich da denn davon ableiten. Das geschieht auch unbewusst, also es muss nicht mal aktiv passieren, dass man sich diese Gedanken macht, aber diese Gedanken macht man sich in der Regel, also unterbewusst, und man sieht dann schon so in etwa, okay, der könnte nicht. Trifft jetzt natürlich nicht unbedingt auf Menschen wie Laschet zu, aber das Thema CDU hatten wir schon. Die Kandidatenorientierung kann natürlich durch eine Partei selbst beeinflusst werden. Das sind diese schönen Image-Kampagnen, die Parteien dann mit ihren Kandidaten machen, um die in ein besseres und positiveres Licht zu rücken. Das geht auch unter anderem dann nochmal gegen die Medien, bei denen man ja keine Kontrolle hat, welches Bild von Kandidaten dort vermittelt wird. Wenn aber eine Partei nicht selbst von sich heraus versucht, ihren Kandidaten in das bestmögliche Licht zu rücken und ihn quasi mit 10.000 Scheinwerfern anzustrahlen, damit hat man dann schon mal mehr Chancen, dass auch in den Medien ein positives Bild vermittelt wird, als wenn man das nicht tut. Oder man sich halt wirklich vollkommen daneben benimmt, aber zur Geschichte der Piratenpartei kommen wir auch noch. Was bei der Bundestagswahl 2017 ganz interessant war, ich nehme bewusst die BTW 2017 einfach, weil es von der letzten BTW noch keine Literatur gibt, die wird noch geschrieben. 2017 zog die FDP wieder in den Bundestag ein. Unter anderem werden als Gründe dazu Kubicki und Lindner genannt, die in ihren Landesverbänden überzeugende, zumindest in deren Augen und den Augen der Wählerschaft, überzeugende Spitzenkandidaten geliefert haben. Die FDP ist eigentlich der Begriff der Personalisierung von Politik. Sie stellen Lindner so extrem in den Vordergrund und es scheint ja auch zu funktionieren. Also es ist auf jeden Fall an dieser Sache was dran. Aber das Problem ist dann, wenn man mit dem hochkommt, kann man wieder runterkommen. Und die FDP hat momentan massiv ein Problem, weil der Herr Lindner so scheiße baut. Zum Wegmachen von unliebsamen Kandidaten kommen wir auch noch. Wegmachen. Okay. FDP ist Muster ohne Inhalt. Fahr doch Porsche. Ja, aber seht ihr, das ist alles irgendwie, dass es funktioniert. Und letztendlich ist es ein methodischer Vortrag. Ja. Genau. Dadurch, dass die Politik über die letzten Jahre und auch in der nächsten Zeit immer weiter personalisiert wurde und wird,
was nicht zwingend eine Amerikanisierung des Wahlkampfs ist, aber das nun mal als Schlagwort zwischendrin, nimmt auch die Kandidatenorientierung immer weiter zu. Das heißt, wir können uns nicht als Partei ständig auf Themen statt Köpfe berufen. Damit würden wir gegen die Wissenschaft gehen. Also diese ganzen Modelle kommen nicht von irgendwoher, die sind so vertreten in der Politikwissenschaft, weil sie nachweislich funktionieren. Und wir wehren uns in der Piratenpartei ganz vehement dagegen, Kandidaten aufzubauen, weil es reicht nicht, einen Kandidaten zu wählen, ihn auf ein Plakat zu drucken und vielleicht mal zu einem Interview hinzustellen, sondern man muss darum wirklich eine ganze Kampagne drumherum basteln, um den Kandidaten, die verknüpft ist mit der eigenen Partei und mit den Themen, das, was wir im politischen Storytelling auch noch ein bisschen sehen werden. Was ich noch als Zusatz jetzt noch jetzt zum Schluss erwähnen möchte bei diesem Ansatz, ist eine sehr interessante Analyse, die ich ebenfalls in einer der großen Sammelbände über die Bundestagswahl 2017 gelesen habe, und nämlich der Einfluss der Attraktivität, also der äußeren Attraktivität von Kandidaten auf die Wahlentscheidung. Und ja, die gibt es. Also wir sollten vielleicht aufpassen, wen wir einfach hinstellen und wie der Mensch aussieht. Das ist oberflächlich, aber Kandidatenorientierungen sind zu einem großen Teil sehr oberflächlich. Die Attraktivität von Kandidaten wird natürlich nicht nur durch ein Fotoshooting gewährleistet, sondern halt auch, wie tritt der Kandidatin zum Beispiel bei Fernsehauftritten auf oder bei irgendwelchen anderen Fernsehinterviews. Wir können ja als Kleinpartei unter anderem aber auch sehr auf sowas wie Fernsehspots oder diese typischen Fernsehbeiträge über Kleinparteien. Damit können wir durchaus punkten, wenn wir uns um unseren Kandidaten kümmern, dass der ordentlich aussieht. Ja? Also ich habe später noch unheimlich viele Punkte, die ich auch nicht reden kann. Aber eins, was mir dazu einfällt, es gibt einige Studien darüber, wann ein Mensch als sympathischer als ein anderer eingeschätzt wird. Und dazu zählen unter anderem so Punkte, so eine Art Dümmlichkeit oder Naivität. Also das heißt, der darf nicht zu gescheit rüberkommen. Wenn man so das Gefühl hat, der steht über allem, ne? Also so der ballert alle weg, weil der ist so eine Intelligenzbestie, dann fällt er erstmal durch den Raster durch. Würdest du es nachher mit reinnehmen? Ist sofort. Und ein anderer Punkt dazu ist integriert. Und wenn die zwei zusammenspielen, ist ein bisschen so eine nahbare, ich sag mal, Dümmlichkeit, obwohl es das nicht richtig trifft, der darf nicht, einfach nicht zu gescheit sein. Und Integrität, das ist so das Paradebeispiel für einen sympathischen. Also der Bauernschlaue, ehrliche Typ sozusagen. Der Bauernschlaue ist noch einen Ticken drunter, weiß ich nicht. Weil der Bauernschlaue, der punktet ja immer alle aus, so ungefähr. Oder? Der ist ja dann immer besser, oder der weiß immer besser, so ungefähr. Ja, bei Franz Josef Strauß hat es funktioniert. Da hieß es das Schlitzohr, eigentlich war es ein Arschloch und ein Krimineller, aber es ging an Schlitzohrigkeit und bayerische Schleue durch. Ja, aber die auch nicht als das Sympathische durch, ne? Ja. Also deswegen, es muss ja nicht heißen, dass nur das Sympathische jetzt irgendwie gewinnt. Es gibt ja noch andere Punkte, wenn wir mit reinspielen. Bauernschlau, wie das normalerweise übersetzen hat, überdenken. Auf der anderen Seite. Leute, Entschuldigung. Wollen wir vielleicht mal weitermachen? Jasmin erzählt uns gerade diverse Dinge, deswegen. Wie genau, merkt euch das alles, schreibt es euch auf, wir können da nachher ausführlich drüber diskutieren. Noch zu einer Sache zur Attraktivität, aber auch generell dem Erscheinungsbild von Kandidaten. Damit punkten wir vor allem bei Leuten, die ein geringes politisches Interesse aufweisen, weil wir hatten es jetzt schon mehrmals. Die werden sich auch durchaus vielleicht eher mal von Sachfragenorientierung leiten lassen als rein von den Kandidaten. Aber unsere Zielgruppe kann auch nicht nur das politisch interessierte Klientel sein. Unsere Zielgruppe im Endeffekt, weil wir eine Partei eigentlich sind, die das Leben für alle besser machen wollen, müssen halt auch die sein, die sich für Politik überhaupt nicht interessieren. Weil wir im Endeffekt auch mit denen Stimmen haschen können. Das ist nun mal einfach auch die Mehrheit. Dazu halt auch noch, ihr habt es gesehen, Wählerinnen und Wähler agieren in der Regel weniger rational, als es aus Sicht der Demokratietheorie und als auch unserer Parteisicht wünschenswert wäre, und lassen sich auch eher mal von Emotionen und Stimmung leiten. Und wie wir die für uns nutzen, das machen wir im zweiten Teil. Und jetzt mal kurze Frage, die fehlende Möglichkeit, sich mit einem Kandidaten zu identifizieren, wie würdest du im Prinzip dann auch sozusagen hier mit reinnehmen? Ja? Genau. Könntest du nochmal fürs Mikro wiederholen? Die Möglichkeit, sich mit dem Kandidaten zu identifizieren, gehört da auch unter anderem dazu. Also eine gewisse Ähnlichkeit, Ähnlichkeit würde ich jetzt nicht sagen, aber. Halt nicht zu Eigenähnlichkeit, sondern zu dem, wie man in seinem eigenen sozialen Umfeld als positiv bewertet. Unter anderem, ja.
Kann ja auch die Vaterrolle sein oder die Mutterrolle. Zu Rationalität können wir eigentlich unseren Lieblingsansatz jetzt mal sagen, und zwar der Rational Choice Ansatz. Das ist eigentlich, besagt so ein bisschen was wie, das Wahlverhalten ist eigentlich ein großer Markt und Wähler sind im Endeffekt die Leute, die Parteien einkaufen und, nicht andere, und sonst nichts. Die Voraussetzung dafür, dass man sich allerdings was einkaufen kann, was dann auch im Endeffekt gut ist, ist die vollkommene Information. Die haben wir nicht und was das bedeutet, dazu geht es dann gleich. Nach diesem Ansatz auch ein ganz wichtiger Punkt. Wähler, also wenn ihr ein Produkt kaufen würdet für euch selbst, würdet ihr natürlich danach gehen, was für euch persönlich den größten Nutzen haben wird. So ähnlich ist es bei einer Wahl. Eine Wahl, die für mich persönlich den größten Nutzen hat, eine Partei, die für mich persönlich den größten Nutzen hat, die wähle ich auch. Und sonst keine. Das geht nach diesem Ansatz. Ja? Das mit dem sonst keinen ist mittlerweile ein Problem, weil viele Leute gar nicht mehr wählen gehen, weil die sagen, wir haben auch keinen Nutzen davon. Das, wie gesagt, das sind Theorien, das sind Modelle. Was auch beim Vergleich von Nutzen ganz wichtig ist. Man vergleicht nach diesem Ansatz den Nutzen, den man zum Beispiel aus einer großen Partei und einer Piratenpartei ziehen kann. Und dadurch geht es auch durchaus leer zum taktischen Wählen. Also wenn die große Partei, auch wenn es das kleinere, ein Übel ist und wenn auch das kleinere Übel, wenn ich aus dieser Partei mehr Nutzen ziehen kann für mich persönlich, dann werde ich diese Partei auch eher wählen als die Piratenpartei, aus der ich dann keinen Nutzen ziehen kann, weil eben die Prozenthürde im Weg ist. Das haben wir jetzt auch, wie gesagt, bei der letzten Bundestagswahl gesehen. Alles bloß nicht Laschet. Es hat den kleinen Parteien aus genau diesem Grund geschadet, weil der Nutzen, den man dann aus vielleicht einer SPD gezogen hat, zumindest zu diesem Zeitpunkt der größere war. Wir reden jetzt nicht vom Ist-Zustand, sondern vom Stand der Wahl. Deswegen sage ich immer auch, das kleinere Übel ist ein Übel. Sie werden so schnell groß. Ob jemand taktisch wählt, hängt auch ein bisschen immer davon ab, inwiefern er bereit ist, seine Stimme in Anführungszeichen zu verschenken. Wir wählen alle in der Regel eigentlich nicht taktisch, weil wir bereit sind, unsere Stimme im großen Bild zu verschenken. Wir wissen, dass wir sie nie verschenken. Aber erklär mal der großen breiten Wählerschaft, dass 0,5% für eine Partei überlebenswichtig sind. Das ist für die im Endeffekt egal, weil die wollen, dass ihr eigenes Leben sich bessert und nicht, dass das Leben der Piratenpartei sich bessert. Jetzt mal grob gesagt. Wir wollen natürlich, dass das Leben der Piratenpartei sich bessert, aber wir ziehen daraus ja auch einen Nutzen für uns selbst. Deswegen wählen wir die Piratenpartei nach diesem Ansatz. Wie erklärt man dann so eine Geschichte? Also hier wird jetzt gesagt, ich will was vernehmen, wenn sich bessert. Nur was ich teilweise glaube zu beobachten, ist ja, ich möchte jetzt die Partei gewählt haben, die dann gewinnt. Also mit anderen Worten, der Wahlzettel als Wettschein. Ist das mit dem Ansatz zu erklären? Ja. Das ist eine Nutzenmaximierung und das hängt halt von deiner Nutzenfunktion ab. Okay, vielen Dank. Entschuldigung, aber nichtsdestoweniger gibt es auch die Fanboys oder Fangirls, weil ich habe jemanden kennengelernt in einem Krankenhausaufenthalt. 100% Cool-Anhänger und trotzdem praktisch mehr oder weniger auch Hartz IV und der gute Herr Kohl macht doch alles. Ja, das ist wie AfD-Wähler, wie Hartz IV-Leute AfD wählen, Leute. Und wissen, was die vorhaben, wenn es dann irgendwann macht sind. Ist das jetzt relevant? Für die theoretische wüsste ich das mal nicht. Genau. Eine kleine Brücke wieder zurück zur Bundestagswahl 2017. Nach dem Rational Choice Ansatz ist unter anderem deswegen die AfD in den Bundestag eingezogen und die FDP wieder eingezogen. Ich hatte es ja schon mal angerissen bei der FDP. Bei der FDP war es unglaublich wichtig, dass sie für eine mögliche Koalitionsbildung mit der CDU, CSU gebraucht wurde. Einfach aus dem Hintergrund, dass die Leute keinen Bock auf eine GroKo hatten, auch wenn sie im Endeffekt kamen. Aber dadurch, dass dann, also wenn man nur die CDU wählen würde und die CDU jetzt sagen wir 60% hat und die SPD dann die restlichen, ja was weiß ich wie viel, reicht eigentlich, bekommt, dann ist vielleicht eine GroKo wahrscheinlicher, okay, sagen wir 49%, dann ist eine GroKo wahrscheinlicher,
Wenn aber man sagt, man wählt jetzt so viel FDP, dass es gerade noch irgendwie sich in Waage hält, dass die FDP mit der CDU koaliert, dann neigt man vielleicht eher mal dazu, die FDP zu wählen. Das können wir auch auf uns anwenden, wenn wir zum Beispiel sagen, wir würden potenziell mit der SPD und mit den Grünen koalieren wollen. Und die Leute aber keinen Bock auf die FDP haben, zumindest die, die aus unserer Bubble kommen, dann können wir da durchaus auch Stimmen abgreifen von den Grünen und SPD-Wählern, weil dann sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man mit uns eine Koalition eingeht, anstatt mit der FDP. Das sind so diese theoretischen Überlegungen dahinter. Und wie ihr auch seht, nach diesem Ansatz machen sich die Leute wirklich Gedanken. Deswegen ist er auch nur ein Zusatz zu den anderen beiden großen Ansätzen. Wobei der greift natürlich nur, wenn du sozusagen aus eigener Kraft beispielsweise bereit bist, ja, genau, eine Stufe zu kommen, wo das Geschenk quasi wirksam wird. Also mit anderen Worten, wenn du jetzt bei 3,5% wärst beispielsweise, wenn dann 1,5 plus eine Stimme zu dir rüberwandern von der SPD-CDU, dann hilft, oder wem auch immer, mit dem du koalieren willst, dann das hilft. Das ist ja auch nochmal so eine Sache, die ich ja angesprochen hatte mit dem taktischen Wählen. Genau. Schließt ein bisschen sich damit ein. Bei der AfD gab es eine Umfrage dazu, warum die Leute überhaupt die AfD gewählt haben. Und man ging vor allem nach dem letzten TV-Duell zwischen Merkel und Scholz davon aus, dass die Wahl eigentlich schon längst gewonnen, also entschieden ist und dass sich die Umfragen nicht mehr großartig ändern werden. Deswegen sind 67% der AfD-Anhänger der Meinung gewesen, zumindest der Umfrage nach, dass man auch mal eine andere Partei als sonst wählen kann. Also man könnte dadurch argumentieren, dass eine Wahl, die schon eigentlich entschieden ist, bei den Großparteien wiederum uns kleinen Parteien zugutekommen kann. Beweist ja auch wieder ein bisschen die letzte Bundestagswahl, da war gar nichts entschieden und im Endeffekt hat es uns allen kleinen Parteien geschadet. Selbst Volt, weil die ja auch mit mehr gerechnet hatten, das muss ich mal dazu sagen, auch wenn sie eigentlich aus unserer Sicht sehr viele Stimmen geholt haben. Was bei dem Rational-Choice-Ansatz ja wirklich wichtig ist, ist, dass man alle Informationen hat, was einfach nicht der Realität entspricht. Und dadurch entsteht eine sogenannte Unsicherheit bei Wählenden. Und jede zusätzliche Information wird plötzlich relevant für die eigene Wahlentscheidung. Also es heißt nicht, dass nach dem Rational-Choice-Ansatz sich nur Wähler entscheiden können, die sich intensiv mit allem auseinandersetzen, sondern es trifft auch auf die Leute zu, die vielleicht nur Plakate lesen. Auch die können nach dem Rational-Choice-Ansatz agieren. Wie gesagt, es hat nichts damit zu tun, ob es jetzt auch wirklich sinnvoll ist, was man dann wählt. Es ist halt ein Modell nach dem, warum Wähler auch eine Entscheidung treffen und nicht das, was eigentlich wirklich die Sache ist, aus unserer Sicht. Aber wir sind ja politisch interessiert und das ist eben nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Was da Probleme sind, die nach diesem Ansatz auftreten können, wenn Informationen fehlen, ist zum Beispiel, es hat sich irgendwas verändert, zum Positiven oder zum Negativen, sei mal dahingestellt, aber die Wähler wissen vielleicht nicht, hat das die Regierung veranlasst? Oder es sind vielleicht Fragen wie, war das die Bundestagsregierung oder war das die Landtagsregierung? Oder war es vielleicht sogar meine Kommune? Dann ist auch so die Sache, natürlich jede Partei macht so ihre Versprechung, aber wir wissen alle, dass es im Endeffekt auf eine Koalitionsbildung hinausläuft und nicht alle Sachen umgesetzt werden können. Ist also auch immer noch so eine Sache, wird Partei X überhaupt ihr Versprechen einhalten können oder nicht, weswegen ich sie wählen würde. Das sind auch so Unsicherheiten, die dann entstehen können. Was auch noch wichtig ist, was eigentlich auch auf uns durchaus zutreffen könnte, auf jeden hier im Raum ist, wir wissen eigentlich nie, in welchen Bereichen die Parteien jetzt in der Regierung oder auch in der Opposition, wo die genau überall aktiv waren. Wir haben wie viele Abgeordnete im Bundestag? 700, schlag mich tot. Und alle, die arbeiten ständig an irgendwelchen Ecken und Enden und wir können die nicht verfolgen. Das ist vollkommen utopisch. Deswegen wissen auch wir nicht unbedingt genau, in welchen Bereichen jetzt eigentlich wer wann wie wo aktiv war und was genau zu was geführt hat. Und welche Partei jetzt eigentlich bei welchen Dingen den Anschluss gegeben hat. Wir wissen das durchaus bei unseren, ich sag jetzt mal, großartig vertretenen Themen, aber auch nicht zu 100%. Das führt halt auch immer noch dazu, dass Leute anhand falscher Informationen durchaus immer eine Wahlentscheidung treffen, die für uns vielleicht unlogisch erscheint oder nicht rational erscheint, aber aus ihren Augen hingegen schon. Dann ist auch noch so eine Sache, wie viel Einfluss habe ich eigentlich?
so eine einzelne Stimme ist bei einem Land mit 60, 70 Millionen Wahlberechtigten. Weniger? Okay, 50? Okay, die Hälfte aller Einwohner. Es ist trotzdem eine ganze Menge und so die einzelne Stimme hat jetzt nicht unbedingt weniger Einfluss. Ist auch wiederum so eine Sache mit taktischem Wählen. Warum soll meine eigene Stimme irgendwas verändern können? Es ist halt immer auch so ein Gruppenverhalten, so ein Mitläuferverhalten, das dadurch entsteht, dass man dann sieht, ich schließe mich vielleicht lieber den großen Parteien an, weil dann weiß ich wenigstens, dass ich meine Stimme nicht verschenke und kann zumindest einreden, sie hätte Einfluss gehabt. Dass ich zumindest mir einreden kann, ich bin Teil etwas Größerem. Und auch ist es so eine Sache, man weiß nicht unbedingt genau, wie andere Wähler sich verhalten. Da sehe ich persönlich ein bisschen Kritik, weil wir Umfragen haben. Dieser Punkt würde sehr stark ins Gewicht fallen, hätten wir eine Wahl ohne vorherige Umfragen, aber wir haben die. Das heißt, wir können durchaus schon abschätzen, wie sich andere Wähler verhalten werden. Und auch anhand dessen wiederum verändert sich ja auch teilweise so ein Wahlbild. Man könnte zum Beispiel argumentieren, dass bei der letzten Bundestagswahl die Grünen nochmal an Stimmen eingebußt haben, als die Menschen gesehen haben, dass die einzige Partei, die die CDU schlagen kann, die SPD ist. Ist eine Theorie, über die könnte man sich unterhalten, aber das machen wir jetzt hier nicht. Nur durch diesen Informationsmangel, auf den ich jetzt eben eingegangen bin, sind Wähler überhaupt manipulierbar. Nur deswegen funktionieren Wahlkämpfe, weil Wahlkämpfe bieten immer zusätzliche Informationen an, die auf das Wahlverhalten der Wähler einwirken können. Wenn wir keine Informationen von uns selbst rauspusten würden, dann würde uns auch definitiv keiner wählen. Mehr abgesehen davon, dass die Menschen dann wirklich denken würden, wir wären tot, aber das mal dahingestellt. Man kann diese Entscheidungshilfen, diese Informationssnippets, die man in einem Wahlkampf rauswirft, auch Information Shortcuts nennen. Und das sind nicht nur Themen, das ist nicht nur unser Programm, das können auch Ereignisse sein. Wenn wir zum Beispiel irgendwas gut oder schlecht machen und damit plötzlich in die Medien kommen, dann kann das Einfluss daraus auswerfen, weil die Menschen die Informationen haben, die gibt es ja noch, weil die dann auch wirklich mal bei den Menschen ankommt. Auch Informationssnippets können Kandidaten sein, das, was sie vertreten, wie sie es vertreten, wie sie auftreten etc., weil wir hatten es ja schon. Was auch ist bei einem Markt, man versucht eigentlich so das beste Preis-Leistungs-Verhältnis rauszukriegen und versucht eigentlich, jetzt mal nach der egoistischen Perspektive aus, so wenig Geld wie möglich auszugeben. Das Geld hier sind die Kosten, also der Aufwand, der damit verbunden ist, an Informationen zu kommen. Wähler lesen sich in der Regel nicht alle Parteiprogramme durch. Das höchste aller Gefühle ist der Wahl-O-Mat und selbst da guckt man sich nicht die Begründung an. Das heißt, Wähler haben auch nicht unbedingt die Informationsbreite, die wir haben. Das müssen wir uns auch im Hinterkopf behalten, dass die Leute einfach nicht auf der Basis, auf der wir denken, dass man vielleicht eine Wahlentscheidung treffen könnte, die treffen darauf keine Entscheidung. Die haben durchaus weniger Informationen, einfach weil sie zu faul sind, sich die Informationen zu beschaffen, weil sie auch noch ein Leben haben, was nicht aus Politik besteht. Oder auch einfach nicht das Interesse aufweisen. Durch diesen Unwillen, sich Informationen zu beschaffen, machen sich die Menschen sehr, sehr leicht. Stichwort Ideologien. Mit einer Ideologie ist sofort eine ganze Bandbreite an Themen verknüpft. Verknüpft man also eine Partei mit einer Ideologie, dann braucht man keine Sachfragen mehr, dann braucht man keine anderen Themen mehr. Man meint zu wissen, wie diese Partei drauf ist, wie diese Partei tickt. Das sind dann auch so Sachen wie zum Beispiel unsere ewige Debatte darum, ob wir jetzt Antifaschismus sagen oder ob wir gendern oder nicht, weil das uns in Ideologien rückt bei Wählern. Allein, dass wir darüber schon so breit und ewig, vor allem öffentlichkeitswirksam diskutieren, kann durchaus eine Ideologie entstehen bei uns, die gar nicht unseren Themenorientierungen unglaublich entsprechen muss. Ja? Wenn ich jetzt versuche, die Modelle ein bisschen zusammenzuführen, würdest du sagen, dass quasi Ideologisierung oder das Herauskehren einer Ideologie eigentlich dem Ziel einer Sachantwortenkommunikation entgegenläuft? Also ja. Das ist das Beispiel. Genau. Durch die Zunahme an Ideologien, die auch in unserer Gesellschaft sehr stark vorherrschen, wie Ideologien unter anderem entstehen können, das wird im zweiten Teil nochmal genauer erklärt, das schadet diesem Ansatz, das schadet einer fundierten Entscheidung eines Wählers anhand von Themen.
Und ich denke, wir alle wissen das, wie Leute teilweise politisch, emotional aufgeladen versuchen zu argumentieren, was dann auf Ideologien beruht und nicht mehr auf Sachfragen. Also das heißt, wenn Teil 1 mit der Parteiidentifikation rausfällt und dann auch noch Teil 2, also wenn eine Partei ideologisch unterwegs ist, wie, sagen wir jetzt mal über die Linke, ne, dass dann also die Sachfragen, die Sachargumentation rausfällt, dass dann eigentlich nur die Kandidaten im Vordergrund, also die Kandidaten als einziges Medium bleiben würden. Ne? Das ist das Einzige, was noch ziehen könnte, genau. Wobei du noch ein anderes Ding hast, so eine Ideologie, wenn die erstmal sozusagen als solche erkannt wird. Wenn die Ideologie als solche erkannt wird, dann hast du natürlich den Vorteil auf der einen Seite, ist, du musst dir weniger Mühe geben, dieses Identifikationskriterium rüberzubringen. Einerseits, wenn du die Ideologie haben willst. Ja, wenn du sie haben. Auf der anderen Seite, und das ist der Punkt, wo wir jetzt genau auf den Sachen kommen, wenn du etwas in eine Richtung verändern willst, wird es natürlich massiv schwer, weil jetzt du die Botschaft sozusagen gesetzt hast, musst du erstmal in die Hirn rein, wo die sozusagen Ideologie Version 1 noch drin hockt. Und ich glaube, ich muss dann auch meine Aussage korrigieren, weil eigentlich in den Fällen, wie sagen wir jetzt mal, ideologische Parteien wie Grüne und Linke und sowas, da ist ja die Identifikation dann wieder umso höher. Das Letzte zu diesem Ansatz jetzt, das ist mal die Zusammenfassung dessen, was ich eigentlich eben die gesamte Zeit mal wieder wiederholt habe, ist einfach, dass Wählerinnen und Wähler, auch wenn man sich wünschen würde, dass sie rational agieren, es einfach nicht tun. Man lässt sich von Kandidaten leiten, von Ideologien, auch von Emotionen und Stimmung. Und das müssen wir uns auch ganz, ganz dringend im Hinterkopf behalten, dass die Leute uns nicht wählen, weil wir so ein tolles Programm haben. Das sind die allerwenigsten. Entschuldigung, wenn ich dazu noch was sagen möchte. Es geht hier massiv auch um Heuristik. Das heißt, wenn mir einer, ich sag mal, positiv erscheint, versuche ich dann auch meine positiven Gedanken auf ihn zu übertragen und ähnliches. Das heißt, hier ist ein professionelles Auftreten extrem wichtig, damit die Leute auch die Möglichkeit haben, ihre eigenen Wünsche und Hoffnungen projizieren zu können. Gut, kommen wir zur Nichtwahl. Anhand der 4 eben genannten Punkte werden wir jetzt mal genau darauf eingehen, warum Menschen der Wahl fernbleiben, und ich gebe mir Mühe, ein bisschen schneller zu machen. Nach dem mikrosoziologischen Ansatz, wir erinnern uns, das ist der mit den sozialen Gruppen, die sich gegenseitig dadurch, dass miteinander reden, eine Parteipräferenz herausbilden. Nichtwahl ist unter anderem das Cross-Pressure, also man ist mit in heterogenen Umfeldern vermischt, die einen präferieren die Grünen, die anderen präferieren die CDU. Wenn man darunter zu sehr leidet und sich dann nicht für eine Partei im Endeffekt auch entscheidet, wählt man gar nichts. Was auch nach diesem Ansatz wichtig ist, Menschen, die nicht in soziale Gruppen eingebunden sind, bleiben dann vielleicht eher der Wahl fern. Also wenn jetzt wirklich jemand ein totaler Eigenbrötler ist und keine Aktivität in Vereinen, Organisationen etc. pp. Aufweist. Das sind dann auch unter anderem die klassischen Kandidaten, die eher in der Wahl fernbleiben, weil nach diesem Ansatz sich dann eine Parteipräferenz ja gar nicht herausbilden kann, weil es ja nur über die Interaktion mit Gruppen funktioniert. Was auch ist, wenn man sich in einem Umfeld bewegt, das keinen Bock auf Politik hat, das Politik scheiße findet und sagt, ich gehe nicht wählen, dann wählt man auch eher vielleicht nicht. Das heißt, wenn man sich in einem solchen Umfeld bewegt, bleibt man der Wahl fern, als wenn man sich in einem Umfeld bewegt, die sagen, ja, wählen ist wichtig, lass uns zur Wahl gehen, jetzt mal dahingestellt, ob diese Gruppe eine Parteipräferenz hat oder nicht. Der makrosoziologische Ansatz, das sind diese Spaltungslinien mit Kirche versus Staat, Kapital versus Arbeit und so weiter. Da ist es recht einfach. Man geht nach diesem Ansatz nach einigen Großgruppen heraus, die vielleicht eher weniger wählen gehen, zum Beispiel ungelernte Arbeiter, die eher weniger dazu neigen, zu einer Wahl zu erscheinen, weil sie unter anderem sich nicht vertreten fühlen in der Politik. Eine Gewerkschaftsbindung steigert nach diesem Ansatz übrigens die Wahlbeteiligung, weil man sich dadurch stärker in einer dieser genannten Großgruppen bewegt. Also im Endeffekt nach diesem Ansatz heißt es, bin ich Teil einer Großgruppe, ja oder nein? Nachdem geht man zur Wahl, ja oder nein? Der sozialpsychologische Ansatz, also das war das mit der Parteiidentifikation, der Kandidatenorientierung und der Sachfragenorientierung.
Es haben aber auch, ich habe es am Anfang mal kurz angerissen, es führen noch drei andere Punkte da zu einer Wahlentscheidung beziehungsweise zu einem Wahlakt generell. Hat man kein Wahlpflichtgefühl, dann geht man auch nicht wählen. Also wenn man nicht denkt, wählen ist wichtig, dann bleibt man der Wahl in der Regel fern. Was auch noch dazu führt, ist, man hat keine Parteiidentifikation, gleichzeitig keine Kandidatenorientierung und keine Sachfragenorientierung. Diese Leute gehen nicht wählen. Oder unter anderem kann auch zu Nichtwahl führen, dass diese drei Größen sich gegenseitig hemmen. Man ist zum Beispiel eigentlich eher identifiziert mit den Grünen, aber findet plötzlich den Kandidaten der SPD so geil. Aber eigentlich ist man themenbezogen doch eher bei den Piraten. Das kann entweder zu Wechselwahl führen, aber auch zu Nichtwahl, in der Nichtwahl im Endeffekt enden. Die politisch interessierten Bürger, also diejenigen, die ein Wahlpflichtgefühl haben, die Kandidatenorientierung haben vielleicht und so weiter, die können unter anderem auch der Wahl fernbleiben, nämlich mit dem schönen Stichwort der Politikverdrossenheit. Wenn man so unzufrieden mit dem politischen System ist, wie wir es haben, dann kann man durchaus als Protest- und Trotzaktion der Wahl fernbleiben und damit dem politischen System die Unterstützung entziehen. Also die Anzahl der Nichtwähler ist auch immer nach diesem Ansatz eine Größe, mit der man einschätzen kann, inwiefern ist die wahlberechtigte Bevölkerung eigentlich überhaupt zufrieden mit dem, wie es hier läuft oder nicht. Also nicht nur desinteressierte Leute gehen zur Nichtwahl. Ich würde es aber nicht Politikverdrossenheit nennen, weil die Leute sind an Politik interessiert, sondern Politikerverdrossenheit und Parteienverdrossenheit. Ja, das nach diesem Ansatz heißt es so. Ich wollte es richtig nennen. Schreit einfach mal Buch drüber. Ja, nee, aber die Leute immer Politik verdrossen. Nein, die Leute sind Politik interessiert. Ne? Das System, die Parteien, die sind kaputt. Deswegen gibt es uns ja. Nach dem Marshall-Scholz-Ansatz ist natürlich, man keinen Nutzen sieht in irgendwas, dann kauft man es auch nicht ein, beziehungsweise geht man nicht wählen. Das sind die Leute, die gerne meinen, das sind eher alles Verbrecher. Das ist so die typische Wählerschaft, die dann nach diesem Ansatz nicht wählen gehen würde. Ganz Unrecht haben sie aber nicht. Was auch noch wichtig ist, dass der Wähler denkt, er selbst hat keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Was natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor ist. Wenn man denkt, ich allein mit meiner eigenen Stimme kann gegen die ganzen Großparteien eh nicht ankommen, also gehe ich gar nicht hin, weil es ja eh nichts bringt. Also ist auch ein bisschen Politikverdrossenheit. Hast du zufällig eine Zahl darüber, inwieweit die AfD leider nicht. Vielleicht reinfällt? Leider oder? Nicht. Nee. Was auch noch ist, wir haben über Kosten gesprochen, also zum Beispiel die Informationsbeschaffung, aber auch, wie viel Aufwand ist es für mich persönlich, überhaupt zu einer Wahl zu gehen? Wenn das dem persönlichen Nutzen übersteigen würde, dann würde man nicht wählen gehen. Also wenn uns irgendwas zu teuer ist und wir gleichzeitig noch 10 Dörfer weiterfahren müssten, um es zu kaufen, aber es eigentlich gar nicht so sehr brauchen, dann würden wir es auch nicht holen. Und im Internet bestellen ist halt nicht. Aber das ist wiederum auch so, wenn es uns im Endeffekt nichts nützt oder wenn es uns zu teuer ist, dann gehen wir nicht wählen. Das zweite ist die Wechselwahl. Wieder die ersten beiden sozialpsychologischen Ansätze. Wir hatten es eben auch schon bei der Nichtwahl. Es ist genauso eigentlich, das sind die Cross-Pressures. Wenn man sich in verschiedenen sozialen Gruppen bewegt und die sich gegenseitig hemmen, wie gesagt, es kann zu Nichtwahl führen, aber auch zu Wechselwahl, dass man dann zum Beispiel zwischen seinen drei Umfeldern einfach nur bei jeder Wahl ein bisschen hin und her springt oder ganz kurzfristig entscheidet. Oder auch anhand von Wahlkämpfen dann nochmal zusätzlich entscheidet, wenn man andere Ansätze mit reinnehmen würde. Die Wechselwahl auch ist, wenn ein Wähler nach dem anderen Ansatz, dem mit den Cleavages, wenn man keiner politischen Großgruppe angehört, also entweder bleibt man der Wahl fern oder man wählt halt immer irgendwas. Und das zweite ist, wenn man zu mehreren politischen Großgruppen gehört. Klassisches Beispiel, was bei diesem Ansatz erwähnt wird, ist der religiöse Arbeiter. Wählt er jetzt die CDU oder wählt er die SPD? Und das kann durchaus zu Wechselwahl führen, nach diesem Ansatz. Oder ist es ihm zu aufwendig? Das geht dann auch wiederum rein. Aber das wäre der Rational-Choice-Ansatz, die Kosten wären zu hoch. Nach dem sozialpsychologischen Ansatz beruht die Wechselwahl häufig eigentlich auf dem, was man im Wahlkampf aufschnappt.
Das heißt, man hat keine Parteiidentifikation, also bleiben die anderen beiden Größen übrig. Und diese beiden Größen sind kurzfristig variabel. In einem Wahlkampf bombardieren Parteien die Bürger eigentlich mit Sachfragenorientierung und mit Kandidatenorientierung nur so. Also man schießt auf die Bürger nur so ein und hofft, dass sie nach den eigenen Gunsten entscheiden würden. Und das kann auch im Wahlkampfendspurt erst zu einer Wahlentscheidung bei den Bürgern führen. Vielleicht sogar erst wirklich in der Wahlkabine selbst. Wechselwahl, wir hatten es bei der Nichtwahl, geht auch, wenn man eine andere Parteiidentifikation hat als Sachfragenorientierung, als Kandidatenorientierung. Wie gesagt, man bleibt entweder der Wahl fern oder man wechselt, man wählt immer irgendwas anderes, was wieder auch für uns zugute kommt, weil damit können wir im Wahlkampf ein bisschen punkten. Was auch wichtig ist, dass man Wechsel wählt, ist, wenn sich die Einstellung ändert. Zum Beispiel die Einstellung zur Partei selbst. Wenn also die Parteiidentifikation mit der Zeit schwindet, weil die Partei in den eigenen Augen wirklich über Jahre hinweg viel zu viel Scheiße baut, dann wechselt man mit seiner Stimme auf eine andere Partei. Oder auch, wenn man sich die eigene persönliche Einstellung zu Sachfragen ändert. Wenn man jetzt beispielsweise vorher Volt mit den eigenen Themen bevorzugt hat, aber sich, warum auch immer im persönlichen Erleben, alles ändert, kann es sein, dass man zur FDP wechselt. Das Gleiche geht auch bei Kandidaten. Man findet einen Kandidaten voll Knorke, merkt aber, der Kandidat baut doch irgendwie nur Mist oder ist doch nicht so toll, wie ich dachte. Man wechselt mit der Orientierung zum anderen Kandidaten hin. Und das führt auch unter anderem dann dazu, dass man auf dem Wahlzettel anderes Kreuzchen irgendwo setzt. Der Rational Choice Ansatz ist eigentlich ganz leicht. Wenn das, was ich einkaufe, nicht mehr dem von mir gewünschten Nutzen erbringt, kaufe ich irgendwas anderes ein. Oder es gibt was Neues auf dem Markt. Unter anderem auch etwas, mit dem wir als Piratenpartei gepunktet haben. Es gab was Neueres, Besseres auf dem Markt und plötzlich haben uns alle gewählt, als wir dann mal auch im Bild der Öffentlichkeit waren. Wie siehst du die Partei in diesem Zusammenhang, den du gerade eben beschrieben hast? Das ist die Partei. Trotz Wahl. Nicht die Partei, Basis, die Partei. Die ach so. Ich würde sagen, es ist eine neue, bessere Partei in Anführungszeichen, weil diese Menschen in ihrem narrativen Weltbild sind, das die Basis sehr gut vertritt. Zu narrativen Weltbildern geht es im zweiten Teil. Oh, ein Spoiler. Ja, noch einer. Oder halt auch, man wechselt nach dem Rational Choice Ansatz. Das Produkt, das ich gekauft habe, ist doch nicht so gut, wie ich eigentlich dachte, dass es ist. Also kaufe ich irgendwas von einer anderen Firma. Also in irgendeine andere Partei. Damit hätten wir es übrigens erstmal geschafft. Wir gehen über zu dem, was uns eigentlich interessiert, nämlich die Landtagswahlen. Und das ist exakt eine Folie. Da gibt es zwei Sachen, das wirklich nur ganz kurz. Es gibt bei Landtagswahlen den sogenannten Second-Order-Effekt. Der ist, ich sage es gleich vorab, in der Forschung umstritten. Das heißt, es sind keine sehr großen Wählerbewegungen, die damit stattfinden. Aber es ist auch nicht widerlegt, dass sie stattfinden. Das heißt, es reicht auch, wenn sie im kleinen Rahmen stattfinden. Kleiner Rahmen, das ist für uns eine ganze Welt. Und zwar besagt der Second-Order-Effekt, dass wenn eine Regierungspartei in der Bundesregierung nicht das macht, was man eigentlich von ihr erhofft und erwartet hatte, dann straft man sie in der nächsten Landtagswahl oder auch Kommunalwahl ab. Das sind nämlich dann sogenannte Zwischenwahlen bis zur nächsten Bundestagswahl. Man gibt der Partei quasi einen Dämpfer. Kleinere Parteien neigen ja auch unter anderem eher dazu, zuerst in Landtage einzuziehen, als direkt den Bundestag zu stürmen. Haben wir auch da so gemacht, hat die AfD auch so gemacht. Es ist auch so eine Art Sache von Zwischenwahl. Man straft eine große Partei ab und gibt einer kleinen Partei die Chance. Sebastian? Ja, sorry, kurze Frage. Dieses Signale geben, du beschreibst es ja als Abstrafen. Meinst du damit, dass es explizit nur als negatives Signal gibt? Ja. Oder gibt es es auch als positives? Oder ist der Effekt einfach dann vollkommen? Also, ich habe ja schon rein quasi gesagt, es gibt es auch als positives Signal, natürlich. Ist eine Partei sehr gut, dann wird es in der Landtagswahl nach diesem Ansatz das beste Stimmenergebnis einfahren. Also es geht in die eine und in die andere Richtung. Dann noch ganz kurz zu Wahlverhalten in Hessen.
Leider ist die Analyse, die ich dem zugrunde gelegt habe, schon ein bisschen älter. Es gibt allerdings auch nichts Neues, ich habe zumindest nichts gefunden. Der Trend, der sich hier allerdings erkennen lässt, der hat sich eher noch verstärkt als verschlechtert. Und zwar haben zu dem Zeitpunkt ein Drittel der gesamten Hessen keine Parteiidentifikation gehabt. Das ist für uns super, weil wir haben ein Drittel potenzielle Wähler. Ganze 29% trafen 2008 wirklich auch erst in den letzten Tagen und Wochen ihre Wahlentscheidung. Ist eigentlich die Grundlage dafür, dass ein Wahlkampf, der noch gut durchdacht und gut gemacht ist, unglaublich wichtig ist, weil wir damit immer mehr Stimmen dann auch gewinnen können. Wenn Leute sich schon vorher festgelegt haben, dann bringen auch die schönsten Plakate nichts. Ja. Bei allen, die sie unentschlossen sind, die man noch kurzfristig super beeinflussen kann, da gilt es dann wirklich bis zum Wahltag selbst aktiv dabei zu bleiben und Wahlkampf zu betreiben, in der Hoffnung, wir können die Leute noch abgreifen. In hessischen Städten wurde kein stabiles Wahlverhalten nachgewiesen. Das heißt, in hessischen Städten gibt es keine sogenannte Normalwahl. Die Fluktuation zwischen den Parteien ist da so groß beschrieben worden, was ja eigentlich die ersten beiden Punkte auch noch unterstützt. Das ist für uns eigentlich sehr, sehr gut und sollte eigentlich ein bisschen Mut machen, dass wir durchaus in Hessen was reißen können. Es ist nicht vorbestimmt, wie die Wahl ausgeht. Wir haben ein Problem, ein Drittel der Hessen keine Parteien haben. Wir haben auch ein Drittel Nichtwähler. Es geht um die wählende Bevölkerung auch. Also um die Wähler, da musst du dann wählen in Hessen, ja. Gut, der letzte große Punkt, bevor dann dieser erste Abschnitt fertig ist, ist eigentlich das, wegen wem wir eigentlich hier sind, sind die sogenannten Wahlkämpfe. Wir fangen jetzt erstmal damit an, was eine Wahlkampagne, das Wort benutzen wir immer gerne, was das eigentlich ist, besteht aus drei Teilen. Und zwar haben wir heute und hier schon angefangen, eine Wahlkampagne zu machen. Das beginnt nämlich mit der Mobilisierung der Anhänger, der Parteimitglieder und große Parteien gehen auch gerne auf der Straße nach Helfern fischen. Ich bin zum Beispiel in einem Verteiler der Linken schon seit Ewigkeiten drin, einfach aus Interesse mal angemeldet, die aktiv auf diesem Mailverteiler nicht Parteimitglieder ansprechen und eigentlich bei allem, was sie können, immer versuchen, Helfer ins Boot zu holen. Das gehört auch dazu, eine Wahlkampagne zu machen. Also man braucht nicht nur die eigenen Mitglieder, es geht auch immer darum, Helfer bzw. im besten Fall auch neue Mitglieder zu angeln. Der nächste Teil ist dann das sogenannte Free Media. Ja? Aber bei den Helfern ist natürlich ganz zu differenzieren. Linken sind jetzt insofern ein bisschen aktiv, als dass sie ein relativ großes Sympathisantenumfeld haben, die aber nicht in die Linke eingetreten sind. Das wäre der CDU, glaube ich, beispielsweise nicht unbedingt so schade. Free Media, das sind im Endeffekt eigentlich die großen Massenmedien. Das ist der Journalismus, das ist TV, das ist Hörfunk, das sind Interviews, die über uns gesendet werden. Das sind unter anderem auch andere Beiträge bei uns in Social Media inzwischen und so weiter. Der Vorteil bei Free Media für uns ist, es kostet nichts. Der Nachteil ist allerdings, wir haben keine wirkliche Kontrolle darüber, was bei uns eigentlich gesendet wird. Das heißt, es können dann auch so schöne Artikel, die auch bei uns existieren, die sind zwar schon älter, aber sie gibt es, wie zum Beispiel 5 Gründe, die Piratenpartei nicht zu wählen. Wir haben darüber halt nur wenig Kontrolle. Man kann Einfluss darauf ausüben, was in den freien Medien bei uns gesendet wird, indem wir über uns selbst schon ein Image aufbauen und das nach außen senden, damit es dann im besten Fall Journalisten, ich sage gerne, Journalisten sind so faul, das heißt, die versuchen eigentlich alles Mögliche vorgefertigt schon zu nehmen und zu verwursten. Wenn wir das hinkriegen, dann haben wir mehr Chancen, bei uns positive Bilder in der Presse zu haben, als wenn wir es gar nicht machen würden. Natürlich ist es auch jetzt als Kleinpartei noch was anderes, wie als zu unseren Hochzeiten, wo das nicht so genau gilt, weil da reicht es, wenn einer irgendwas Blödes auf Twitter geschrieben hat. Die Paid Media, das sind nicht unbedingt nur Anzeigen auf Social Media, auf Facebook, wo auch immer. Das sind auch Zeitungsanzeigen, das sind bedruckte Flyer, die wir irgendwo einwerfen. Das sind auch Sticker. Das sind die Werbespots, die wir senden können. Das sind auch Plakate, die wir drucken. Der Vorteil von der Paid Media, als dritter Teil der Kampagne, ist, dass wir die vollständige Kontrolle darüber haben, was wir über uns in die Außenwelt aussenden.
Und ich sage es mal schön vorab, dass dadurch, dass wir die vollständige Kontrolle haben, müssen wir gucken, dass wir das bestmögliche Bild von uns damit vermitteln. Weil wenn wir auf die Free Media bauen, dann haben wir gleich verloren eigentlich. Weil die, wie gesagt, machen, was sie wollen und nicht das, was wir wollen. Es gibt die sogenannte Wahlkampfkommunikation. Das habe ich ja eben schon ein bisschen angerissen. Sieht jetzt erstmal sehr kompliziert aus, ist es aber eigentlich nicht. Geht davon aus, dass es erstmal drei Größen gibt, die an der Wahlkampfkommunikation beteiligt sind. Das sind einerseits natürlich die Kandidaten und Parteien selbst, die senden irgendwelche Botschaften aus. Dann gibt es die Medien, also Free Media und Paid Media, die dienen als sogenannte Vermittler zwischen der Bevölkerung und den Parteien. Also sie versuchen irgendwie das, was die Parteien raussenden, nochmal anders zu verwursten und der Bevölkerung näher zu bringen. Und dann gibt es auch als eigentlicher Empfänger gedacht, die wahlberechtigte Bevölkerung, die allerdings auch, und das ist der Pfeil hier ganz oben, nicht nur Empfänger ist, sondern auch durchaus auch die Präferenzen sendet. Es wird im Storytelling nochmal aufgegriffen, aber es ist halt sehr wichtig, der Bevölkerung zuzuhören, was sie eigentlich will. Und warum sie das möchte, weil es bringt halt nichts, wenn wir auf irgendwelche Themen bauen, von denen wir denken, ja, das wird schon stimmen, aber in der Bevölkerung nicht auf Resonanz treffen, weil es da keine Sau interessiert. Total ungeraten. Ich weiß, aber deswegen erwähne ich es auch. Ja? Was mir aufgefallen ist beim letzten Wahlkampf, ist, dass viele Leute durch Briefwahl viel früher gewählt haben und dass wir eigentlich darauf achten müssen, dass wir rechtzeitig sozusagen in die Pötte kommen. Deswegen stehen wir heute hier. Deswegen haben wir so einen Stress gemacht im Landesvorstand, dass wir das recht frühzeitig in die Wiege kriegen. Deswegen machen wir das nicht 3 Wochen vor Schluss. Genau. Ach, mal was ganz Neues. Ja, neue Dinge ausprobieren. Ich bin ja ein Fan davon. Es ist auch scheiße, dass die Realität so ungeratlich ist. Obwohl wir auch gelernt haben, dass es gar nicht so günstig ist, wenn man zu früh anfängt im Wahlkampf. Das ist mit 3 Wochen gar nicht schlecht. Leute, es gibt bei einer Kampagne mehrere Ziele als nur ich will Wählerstimmen gewinnen, die man vorher, bevor man die Kampagne überhaupt aufbaut, bevor man sich Gedanken dazu macht, was man eigentlich jetzt auf Plakate druckt und wie auch immer, die man festlegen sollte. Das ist natürlich einerseits mal, ich will meine eigenen Standpunkte, meine eigene Ideologie verbreiten, ich will Wählerstimmen haben. Es ist so das Naheliegendste. Dann gibt es aber auch das hast du, glaube ich, angesprochen, Volker, unliebsame Kandidaten loswerden. Man kann Kampagnen gegen Kandidaten aufbauen. Natürlich sollte man das nur machen, wenn man eine hohe Parteiidentifikation hat. Aber dann kann die Partei durchaus hergehen und sagen, wir wollen Lindner loswerden, also machen wir eine Schmutzkampagne gegen ihn. Das ist natürlich ein Abwägen von Kosten und Nutzen, so bringt uns das langfristig überhaupt was oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Strategie, die man mit einer Wahlkampagne auch fahren kann. Klingt erstmal komisch, aber es gibt es wirklich. Von der eigenen Partei oder gegen? Von der eigenen Partei. Da sagt, glaube ich, die Empirie, dass das in Ländern funktioniert, wo ich ein Zwei-Parteien-System habe. Also für Amerika beispielsweise oder auch in UK funktionierte sowas sehr gut. Aber für Deutschland gab es keine Werte, die das wirklich getragen haben. Da gab es häufiger so ein Backlash nochmal gegen. In Deutschland ist auch leider die Forschung ein bisschen dünner immer als in den USA. Wobei, ich bin auch so nicht vergessen, dass Zeit dafür gegeben wird, als Partei von Kapitalisten. Kann ich kurz meine Freitag? Schreib's dir auf. Was auch noch ist, was auch Sebastian bei der letzten Bundestagswahl mir gegenüber zumindest immer wieder betont hat, ist, dass man mit einer Kampagne auch den innerparteilichen Zusammenhalt stärken kann. Was auch für uns unglaublich wichtig ist, jetzt nicht unbedingt in Hessen, aber wir sollten das vielleicht mal für die nächste EU- und Bundestagswahl im Hinterkopf behalten, dass das etwas ist, auf was wir auch mit einer Kampagne setzen sollten, weil ohne Zusammenhalt wird es nichts. Deswegen nochmal vor einer Kampagne, sollte man sich Gedanken darüber machen, das können wir auch heute hier noch tun, was wir eigentlich von der Kampagne im Endeffekt erwarten. Das Scheitern einer Wahlkampagne, das geht natürlich auch. Da gibt es erstmal 3 große Faktoren, die dazu führen. Einerseits ist, dass wir als Partei die Randbedingungen, in denen wir agieren, verzerrt wahrnehmen. Also zum Beispiel, wir hören der Bevölkerung nicht zu und schmeißen mit irgendwelchen Themen um uns, die kein Mensch interessieren.
Aber auch andere Randbedingungen können verzerrt wahrgenommen werden. Zum Beispiel, wir überschätzen unsere eigenen Mittel und können im Endeffekt eigentlich nichts von dem umsetzen, was wir so schön geplant haben. Was auch noch wichtig ist, ist kein Wissen über die Wahlkampfmethode, die man anwendet. Deswegen ist es so wichtig, innerparteilich miteinander zu reden, damit auch jeder weiß, was für Methoden wenden wir an, warum wenden wir die an, wie wenden wir die an. Dass es, und da kommen wir zu Punkt 3, auch keine Querschläger gibt. Wenn zum Beispiel der Spitzenkandidat irgendwas anderes machen würde, als das, was die Partei schön vorher geplant hat, dann scheitert das ganze Konzept. Also das sind diese typischen Querschläger, wenn Kandidaten einfach irgendwas machen, was wir auch in der Vergangenheit hatten, die machen einfach irgendwas, was wir nicht wollen, und damit scheitert wiederum alles. Operation, kein Handschlag. Ja, auch beim Wahlkampf zur Landtagswahl in Thüringen war das so, dass dann nach wenigen Wochen plötzlich verselbstständigt hat, die Partei einen Wahlkampf macht und der Spitzenkandidaten. Wir hatten es auch bei der letzten Bundestagswahl. Wir hatten allein 2 verschiedene Plakatserien, die in verschiedenen Bundesländern hingen. Ich werde dir auch nachher nochmal zeigen. Es gibt bei einer Wahlkampagne natürlich auch Strategien, die angewendet werden können. Ich habe jetzt mal 5 rausgegriffen, zumindest in der Forschung, die ich jetzt konsumiert habe, auch als die größten angepriesen wurden. Das erste ist, wir müssen die Politik, wir machen, symbolisieren. Das Feedback der letzten Bundestagswahl war auf den Social-Media-Kanälen sehr häufig, ihr seid toll, aber ihr seid kompliziert. Menschen wollen einfache Lösungen, Menschen wollen Dinge einfach erklärt haben, sie wollen sich nicht durch ein Parteiprogramm wühlen. Und sie wollen komplexe Dinge nicht durchsteigen, vor allem Dinge, die sie nicht interessieren. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir unsere politischen Standpunkte so einfach wie möglich runterbrechen. Das ist die Symbolisierung dessen. Das sind Bilder und Schlagworte, die wir benutzen können. Damit ist halt im Endeffekt, können wir auch die Menschen ansprechen, die nicht so stark in die Politik involviert sind wie wir. Weil, wie gesagt, das ist auch unsere potenzielle Wählerschaft. Die dürfen wir nicht ignorieren, weil sonst können wir als Partei eigentlich gleich dicht machen, weil das nicht das ist, was wir vertreten. Wir sagen, wir wollen eine Partei für alle Bürger sein. Wir wollen auch für die Ärmsten einstehen. Und wenn wir uns im Wahlkampf schon nicht dran halten, dann ist das ein bisschen schwierig. Das nächste ist natürlich nochmal so schön die Personalisierung, also die Kandidaten in den Vordergrund stellen und sich mal um die Kandidaten kümmern nebenbei. Sich mit einem Kandidaten zu identifizieren, erlaubt leichter eine Verknüpfung mit der Politik der Partei als politische Programme tun. Wenn man einen Kandidaten einfach zum Beispiel zuhört in einem Interview, der noch kompetent, was weiß ich, alles auftritt und die Themen sogar noch ganz gut sind und man den Kandidaten toll findet, dann hat man eher eine Verknüpfung zur Partei geschaffen, als wenn man irgendeinen langen Blogbeitrag hat, der kurz umreißt, für was die Partei alles steht. Die Personalisierung der Politik muss nicht unbedingt die Abwesenheit von Sachfragen bedeuten. Also der Kandidat kann natürlich bewusst keine politischen Themen weitertragen. Das machen große Parteien unter anderem so, dass sie eher auf die Persönlichkeit der Kandidaten eingehen als auf die Politik selbst. Aber etwas, was, glaube ich, der schöne Mittelweg für uns wäre, ist, dass die Kandidaten dazu da sind, dass sie die Politik weitertragen, dass sie sie verkörpern, dass sie das Bild der Partei werden, quasi das Aushängeschild für die Partei und die Politik generell. Das ist so die zweite große Strategie, die bei Wahlkämpfen durchaus eingesetzt wird und eigentlich, also durch die Personalisierung der Politik eigentlich immer zu Buche schlägt. Das nächste ist Thematisierung und Dethematisierung. Du sagst ganz kurz, als Partei haben wir Einfluss darauf, welche Themen in der Öffentlichkeit Beachtung finden und welche nicht. Wenn wir in einem Thema wissen, dass wir nicht gut sind, dann sollten wir damit auch keinen Wahlkampf machen. Natürlich funktioniert das als Großpartei besser als als Kleinpartei. Wenn jetzt die Großparteien alle das Thema Klimaschutz in den Raum werfen, dann wird sich die Bevölkerung auch eher über Klimaschutz unterhalten. Wenn die aber ein Thema totschweigen, dann tendiert man eher dazu, dass die Bevölkerung das Thema auch nicht so wahrnimmt. Natürlich kann man es jetzt nicht machen, wie wenn man ist in einer Pandemie, schweigt aber Corona-Ausnahmen tot. Also das funktioniert nicht, aber ich denke, ihr wisst alle, worauf ich hinaus möchte. Das vierte ist Negative Campaigning. Damit ist nicht gemeint, sowas wie wir sind gegen Korruption oder so, sondern damit ist speziell gemeint, andere Parteien in die Scheiße zu ziehen. Das kann einerseits auf einer emotionalen und auch persönlichen Kandidatenebene passieren,
aber auch als auf einer Sachfragenebene. Wir können zum Beispiel uns als Piratenpartei jetzt mal auf Bundesebene hinstellen und sagen, wir nehmen all die Klimaschutzmaßnahmen der Grünen auseinander bis ins kleinste Detail. Inwiefern man mit so einer genauen Analyse jetzt Wähler anspricht, sei mal dahingestellt, aber auf einer sachlichen Ebene andere Parteien anzugreifen, ist auch etwas, was vor allem von kleineren Parteien sehr gerne angewendet wird. Beim Negative Campaigning muss man allerdings darauf achten, es kostet Stammwähler. Allerdings kann man dadurch auch eher mal die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Es ist so ein zweischneidiges Schwert, ob man es jetzt anwendet oder nicht anwendet. Zu negativen Geschichten und so weiter kommen wir auch nochmal im zweiten Teil, weil, aber da sehe ich jetzt, ich sag mal nicht so viel vorab. Was auch gemacht wird, was mich sehr interessiert hat, ist, man tut so, als hätte man längst die Wahl gewonnen. Also man stellt sich als Partei hin, ja, wir sind die Babos, wir kriegen eh 30% aller Stimmen, wählt uns. Weil die Leute eher gerne auf 16 nicht funktioniert. Weil die Leute auch eher auf der Siegerseite sind, sein wollen und auf der Verliererseite. Ja? Der FC Bayern-Effekt. Die Strategie, was mir so als gemeinsamer Nenner so vorkommt, ist, dass sie alle auf die eine oder andere Weise die Komplexität reduzieren. Genau. Aber ich mag mich, ja, ist eine Frage, ob mich das trügt oder nicht. Weil bei Symbolisierung versuche ich eben, das zu verbildlichen, zu vereinfachen. Bei Personalisierung versuche ich, Vertrauen nach vorne zu schieben, um weniger Sachen. Die Thematisierung ist, ich sage dir, was wichtig ist, nämlich die Kompetenz ist, die anderen sind eigentlich doof, brauchst dich gar nicht mit beschäftigen. Und das Fünfte ist so, eigentlich ist die schon gelaufen. Wenn wir nach dem... Oh, sorry, ja? Also ich finde, echt unterbrechen ist immer ein Kompliment eigentlich. Als, aber wenn es dich nervt, ist halt auch blöd. Ne? Das alles gut, wir haben den ersten Teil gleich geschafft. Okay, cool. Dann würde ich es jetzt vielleicht einstreuen, weil ich finde auch echt, das ist wichtig. Und Fünfte ein bisschen an und auch, was ihr gesagt habt. Es gibt halt so bei den Linux-Lern, ich glaube, es kommt von Linux, dieses keep it small and simple, oder? Keep it simple, stupid. Okay, das gibt es natürlich auch noch, genau. Und das ist natürlich was echt Schönes, weil man damit irgendwie erstmal sowas Digitales aufgreift und vor allem auch so eine Art, naja, ich nenne es immer Greenwashing, weil die Menschen haben schon den Eindruck, dass die Piraten sehr kompliziert sind und alles ausführen und so weiter. Und dann ist es vielleicht manchmal schon ganz gut, wenn man auch mal so eine Art Gegenkampagne startet und sagt, ey, wir sind es nicht. Also ich meine, BP schafft es wirklich, Kampagnen zu starten im Flughafen, wenn man die kennt bei Gepäckausgabe, wo da steht, wir sind grün. Also ich meine, die haben immer noch alle möglichen Öldinger im Meer, die da alles mögliche verschlüsseln, aber jeder denkt, sie sind grün, sie sind krass grün dort, ja. Und ich glaube, sowas können den Piraten irgendwie auch gut tun und es passt ja auch genau zu dem Konzept, das du da vorstellst, dieses bisschen mehr simplifizieren, sich konzentrieren auf ein paar Sachen und die fokussieren. So. Genau. Und das ist ja im Endeffekt, was auch Piraten nicht verstehen, ist, wenn wir sagen, wir stellen ein Thema jetzt beim Wahlkampf in den Vordergrund oder drei. Das heißt nicht, dass wir, wenn wir ins Parlament einziehen würden, auch nur diese drei Themen dann bearbeiten. Wir bearbeiten dann alle. Das, glaube ich, diese Verknüpfung haben Piraten häufig nicht. Zumindest kommt es mir so vor. Wir hatten ja jetzt im Vortrag eben schon das mit den performancebezogenen Urteilen und den vorausschauenden Urteilen bei einer Stimmabgabe. Das ist auch im Endeffekt das hier. Denn die großen Parteien gucken dann, also die tun eher so, als hätten die Wahl längst gewonnen, stellen sich hin, guck mal, ich bin voll der Babbo, wählt uns. Und das ist aber im Endeffekt eigentlich ein weiter so und zielt auf die performancebezogenen Urteile ab, weil sie versuchen, das, was sie getan haben, als so toll wie möglich zu verkaufen. Also man stellt sich nicht von der Wahl hin und sagt, ja, das haben wir scheiße gemacht, das haben wir nicht gemacht, das haben wir falsch gemacht. Wäre vielleicht auch mal eine Strategie, die man ausprobieren könnte, aber macht man in der Regel nicht, weil Wähler wollen, wie gesagt... Schon. Ja? Sorry, wir hatten uns das einfacher vorgestellt, hat nicht geholfen. Ja, ich kenne das Plakat. Das sind keine... Kommen Sie. Wie gesagt, kleine Parteien greifen dann auch eher mal... Die Amtsinhaber an, weil sie sich von den Amtsinhabern auch absetzen wollen. Und dadurch geht natürlich sehr gut dadurch, Negative Campaigning, indem man sie kritisiert. Allerdings ist es auch immer wichtig, Zukunftsoptimismus zu verbreiten. Also man sollte nicht nur Negativbotschaften senden, aber dazu dann im zweiten Teil. Wahlkämpfe heute sind, wie beim Rational Choice Ansatz, wie es ja schon sagt, sie sind eigentlich wie ein großer Markt. Wähler müssen immer wieder überzeugt werden, immer wieder aufs Neue. Man muss den Wähler immer wieder davon überzeugen, dass wir das beste Produkt anbieten, was er kaufen kann mit seiner Stimme. Gleichzeitig sind Wahlkämpfe heute im Vergleich zu früher professioneller. Die Forschung ist sehr breit und vielfältig und die Parteien stützen sich durchaus auch darauf. Das auch zur Verwissenschaftlichung.
Professionalisierung heißt auch noch etwas, worauf wir nicht bauen können, ist, dass Parteien sich Wahlkampfteams teilweise sogar extern noch mit einkaufen. Dass es extra Stellen in Parteien gibt, die besetzt werden mit Leuten, die die Kampagnen planen, die Kampagnen durchführen. Es wird nicht alles von der Basis gemacht. Darauf können wir, wie gesagt, nicht bauen, aber wir müssen uns auch die Konkurrenz angucken. Und die Konkurrenz ist krass professionell und macht es verdammt wissenschaftlich. Und deswegen funktioniert es auch. Was auch noch eine Sache ist, Wahlkämpfe sind zentralisiert. Früher hat man eher so geguckt, in meiner Kommune kommt das gut an, also mache ich das so und so. Und man hat dann einen großen, bunten Haufen an verschiedenen, sag ich mal, Kampagnen gehabt. Haben wir jetzt auch nicht mehr so, geht auch nicht mehr wie früher, einfach weil wir die Medien haben. Und wir haben schon ein Splitterbild von uns, das immer wieder mal rumgeistert. Wenn wir nicht mal anfangen, an einem Strang zu ziehen und es wirklich zentral mal einen Wahlkampf machen, der auch in den Medien dann breit geteilt werden kann und immer wieder dasselbe aufploppt, was man mit uns in Verknüpfung bringen kann als Partei, geht es nicht. Also die Zentralisierung ist nicht nur ein Phänomen, weil es einfacher ist, sondern auch, weil es inzwischen nicht mehr anders geht. Weil man nicht mehr in jedem Dorf was anderes machen kann, weil die Medien da reinkrätschen. Wir haben es ja auch, Zunahme von Massenmedien. Auch sehr wichtig dabei ist die Betonung auf visuellen Medien, vor allem Fernsehen. Es ist inzwischen nachgewiesen, dass Werbespots einen unglaublich großen Einfluss darauf haben, wie Kandidaten vor allem wahrgenommen werden. Das heißt, wir machen es bitte, ich weiß nicht, ob es in der LTV Werbespots gibt, aber wenn es einen gibt, machen wir das bitte nicht so wie bei der Bundestagswahl, dass Sebastian und ich 2 Wochen vorher dann da sitzen und versuchen, irgendwie auf Ach und Krach was zusammenzuschustern. Trotzdem danke, dass ihr es gemacht habt. Danke, gerne. Und natürlich auch noch, Wahlkämpfe heutzutage sind personalisiert, aber das hatten wir jetzt auch schon zu Genüge, glaube ich. Die Wirkung von Wahlkämpfen gibt es natürlich nicht nur bei den Wählern, wir hatten es schon, die Wirkung von Wahlkämpfen ist immer innerparteilich. Wenn wir einen zersplitterten Wahlkampf haben, in dem jedes Bundesland was macht, jedes Bundesland irgendwas anderes macht, hat das einen Effekt auf unseren nicht vorhandenen Zusammenhalt, der sich dadurch auch noch verschlechtern könnte. Oh ja. Gleichzeitig verfolgt nur ein kleiner Teil der Bevölkerung intensiv die Wahlkämpfe. Häufig geht es nach den soziologischen Ansätzen, dass durch Gruppen auch jeder schnappt irgendwas auf und es wird weiter kommuniziert. Das heißt, Wahlkämpfe sind nicht nur, wir senden an den Bürger, sondern die Bürger nehmen das auf und senden es auch untereinander weiter. Ob jetzt bewusst oder unbewusst, es geht so. Weil was die Bevölkerung sieht, sind Plakate. Da kommt man nicht dran vorbei, aber jetzt wirklich jede TV-Debatte, sich jedes Interview anzusehen, sich auf Social Media alles anzugucken, das macht keiner. Das macht beziehungsweise nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Bevölkerung und vor allem wir machen das, weil wir wissen wollen, was die anderen Parteien suchen. Also wie gesagt, die Wahrnehmung von Wahlkampf, den erfolgt beiläufig und selektiv. Man guckt sich eher die Sachen an, den eigenen Standpunkten zustimmen. Also wenn ich jetzt ein überzeugter AfD-Anhänger bin, dann gucke ich mir eher die Sachen an, die auf meine eigenen Standpunkte zutreffen, das außer einer Bösen zum Beispiel. Und ich gucke mir dann nicht irgendwie das, was von den Linken an, was dem widerspricht, oder von den Grünen. Also man kann sich schon angucken, man kann es scheiße finden, aber es bleibt nicht hängen. Da die AfD jetzt eigentlich so in ihrem Bereich die einzige Partei ist, sagen wir eher, wir gehen auf die jetzt mal sozialen, grünen, liberalen Dingsbußparteien im linken Spektrum, also unser Spektrum. Wenn jemand, was weiß ich, pro Klimaschutz ist, wird das hängen bleiben, was vom Klimaschutz als Werbung der Parteien am prägnantesten hängen bleibt. Also man, wie gesagt, man filtert selektiv nach den Themen und guckt nicht und wägt dann pro Kontra ab zwischen allen Parteien und so weiter. Man hat ja in der Regel schon vorgefertigte Meinungen. Wie gesagt, TV erzielt mit Abstand die größte Wirkung. Das heißt, wir müssen auf unseren unter anderem TV-Auftritt, wenn wir welchen haben, extrem achten, weil er auch einfach eine große Masse von Menschen erreicht. Was nachgewiesen ist, neben den TV-Spots, ist, dass auch Wahlkämpfe die Einstellungen zu Themen und Kandidaten von der wählenden Bevölkerung verändern können. Also Wahlkämpfe haben eine nachgewiesene Wirkung. Wahlkämpfe machen wir nicht nur, weil es irgendwie jede Partei macht, sondern die haben schon so ihren Sinn dahinter und sie funktionieren. Also es ist keine verschenkte Mühe, auch wenn es im Endeffekt vielleicht nur 0,5% sind. Aber 0,5% sind für uns extrem wichtig. Weil es Geld ist, einfach.
Und damit habt ihr den ersten Teil sogar geschafft.